Kapitän, bist du wieder zurück? Ja, Tante. Hast du auch nicht gefüllt, Raimo? Ja, doch, bitte. Na, wenn das mal wahr ist. Die Doktor denn sehen? Ich hab mir noch 8 doch schon verschrieben. Na, dann kannst du hier in Husten noch tüchtig verdoben. Was? Frag nicht so viel. Ja. Du, ich denn ja gerade noch, sieht da wie krank bin. Krank spät, mein Wort. Aber was heißt du denn, Agros? Was heißt du? Voll in, muck mit Betten, schnell kann tüffeln, wasch das Geschirr ab, wisch die Kölk auf den Mund. Und, als wenn das überhaupt geredet wird. Hast du denn gar nicht mehr gedacht, dass ein Nägen doch Pinksen ist? Klar. Und dat denn das ganze Hus auf den Kopf stellt und gründlich rein, Opa? Och. Na ja, du siehst auch. Du kennst sowas nicht von zu Hus. Hier. Die Mutter wird er nicht für zu hätten, ne? Nee, Gott sei Dank nicht. Was ist denn hier Gott sei Dank nicht? Hier. Nee? Bist du denn auf sie nicht alt und strof jede Nacht von 12 in ihn um den Kerker vom Geistern? Bloß will sie nicht egal, welcher Türen und reinwurken wär. Meinst du, nee. Und wo saß Fischfroh, die Lütsche immer mit eher vergammelten Schulden und Schäfisch ans Meer? Wo schulden sie dort denn mit abblieben? Sonst Katari doch nicht mehr treten. Ja. Die Mutter, die hätte er verstorben. Na, Tante, wohl ehrlich, du. Die Kortenlängen ist doch auch nichts wieder als Windel und Betrug, ne? Und das siehst du mich so lieb im Gesicht? Mie, die Obnung mit, als du kein Vater und keine Mutter mehr hast? Ja, das hast du ja, das gebe ich zu. Zwindel und Betrug, so was sagt man nicht. Wo soll das arme Witwe denn von leben? Aber du kannst die nicht nur ins Dorfbaum mucken. Ich mich Dorfbaum? Wenn die Lüden um mich herkommen und widmen sich einen Blick in die Zukunft um. Aber du nimmst dem doch für Geld ab, Tante. Hab ich einmal einen Menschen Geld abverlangt? Ja, nicht direkt. Aber so von 8 denn rum. Dummer hat den Snack von die. Wenn Ole arme Frodo um mich herkommt dann und will wissen, wann er jämmerliche Rente endlich um ein paar Mark höher sein wird, dann nehme ich von die Kate 5 Groschen. Oh, aber Güstern, die elegante Dame, die in Sied und Samt ging. Na hör mal, wenn die mich ganze 3 Mark hinlegt. Wenn die Korken ihr bewies, dass die Herr Gemahl mit einem dunkelhaarigen Freundin geht und sogar eine Obenstunde besuchen geht. Ja, den soll ich nicht singen. Ach ja, wenn nur bloß einer käme und mir so eine 7 Mark brächte, dass ich mein Gas bezahlen kann, sonst wird mir ja der Hahn abgedreht. Ja, und wenn diese Frumi und Mitleid ganze 7 Mark hinlegt, das ist in meinen Augen bloß Soforthilfe. Du mogst das mal top auf, Tante Mine. Ja, mal ist das Gas, mal das elektrische Licht. Da bin Geld immer. Und mal verhältst du ihm sogar, die fehlt noch ganze Teilmark an dem Miet. Na ja, man kann doch nicht immer dazu wie gesagt. Aber das ist doch nicht wahr. Nicht wahr, bitte. Ich vertell dir nicht das, was du rümmeln. Ich hab doch in meinen jungen Jahren nicht umsonst wie den Herrn Professor Fabricius von der Universität Freiburg. Und diese gelehrte Mann, ne? Die hat mir schon gesagt, Jimmer, wenn ich mich abregen die über so Ungerechtigkeiten und Schwindeleien, ne? Dann hat er schon gesagt, Wilhelmine, merken Sie es sich fürs Leben, was hier seid. Mundus vol decipi, ergo decipiatur. Das Latinische, da kann ich auswendig. Mundus vol decipi ergo decipiator. Ja. Da geht auf Deutsch, die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen. So, das ist wohl ein, der das auch ganz gern wohl will. Oder die Krankenkontrolleur. Meinst du? Pass auf! Ja, du stöhnst den Mann nicht so viel für! Ja, wozu lässt du ihm sagen? Die Welt will betrogen sein. Kann sich aber nicht jeder ihn erlauben. Wo kämen wir denn wohl her? So, bitte schön. Danke sehr. Ja. Dieser Wesselow hält ich. Ist wohl Lührs nicht zu sprechen? Doch. Mein Tante Bad liegt bei der Rinkum. Ja. Ja, setzen Sie sich doch bitte, Fräulein. Ich bin so frei. Werden Sie nicht verreden, Weg an hier, Fräulein Wesselow? Natürlich. Du hättest mir doch auch die Tür aufgemacht. Wenig doch. So,
Da haben sie so ein wunderhübsches Kleid an. Ja, wirklich, und so einen schicken Hut auch. Da habe ich auch Minut gern. Aber heute bin ich ganz gar so heimlich loslaufen. Sie sind wohl im Dienst, nicht? Mhm. Wie Herrn Staatsanwalt Dr. Pulvermann. Wie ein Staatsanwalt? Das kann doch auch wohl keinen angenehmen Dienst ziehen. Das man nimmt. Zu Schulden darf man sich durch und tust nichts kommen lassen. Dann kommt der Glicks mit den Tatbestand und dort Kreuzverhör. Es gibt es ihn von den ganz Schattigen, nicht? Ah ja, wer denn in den Finger fällt? Die war von dem Verdonnerter, dass man so kracht. Denn kriegt sie wohl auch wenig Utgang. Oh, doch. Die sein mir tariflich taub. Auch an einen von den beiden Pinks, doch? Glicks an ersten sogar, jawohl. So schön. Denn lohnt ich sie tun, pinkst du in den Lüneburger Heiden. In die Lüneburger Heid. Da bin ich doch zu Hus. Ich bin auch in Schande. Ja. Bin fort wie bald anderswohin. Verbat. Ja, mein Trufräulein, wessen lo? Nee. In die holsteinsche Schweiz. Nee, das schickt sich ja auch nicht. Ja, wieso schickt sich das nicht? Ich will doch keinen Campingbogen. Kommt abends, Alberta, zurück. Nee. Ich hef ja allen Fastenbrüger. Jo? Otto Henkel, Schandelow. Das ist aber short. Da liegt aber was in weg. Das hätte Korten mir ja gesagt. Was sehen Sie? Dann loben Sie den Otto Süßen. Nee. Da wollen wir nicht ja heute noch mal herkommen. Ach so. Und ich schaue mir die Tante drin holen, nicht? Mhm. Hoffentlich sehe ich die Korten, dass sie mit diesem Otto nicht glücklich war. Tante! Und was wölkst du denn so? War mein Besselow. Ja, und Schandelow. Guten Tag, Kollegs. Okay, bitte setz dich doch mal dahin, Fräulein Besselow. Woher wecken Sie denn da die gut Schandelow, Stamke? Wenn ich das nicht wusste, dann hat schon mein Beruf verfehlt. Und du, da ist du, was wirst du? Ich mach mich doch noch schon, Tante. Ja, mit den Arbeit mit der Schöffel in Sand. Ich hätte nämlich einen Unfall gehabt. Oh, das hat mir überlegt. Ja, wie ein Silbo bin ich von Borben dort in die Däte cool voll. Und hätte sich doch wie die Rippen quetscht. Oh, das soll dann wohl fix weg. Ja, und wenn noch, darum kann doch eine Köcke Schere abwarten. So, nur mal tun, ist schon gaudon. Und doch erstmal Worte reden. Ja. Ja, richtig. Worte reden. Ach, jo. Heute ist das noch möglich, aber wer weiß, vielleicht reizt sie mir am Morgen früh das Gas ab. Alwetter, was ich verlegen weg hier wäre, da fehlten sie doch bloß noch ganze 3 Mark, um die Gasrechnung zu betonen. Das wäre die Lichtrechnung. Ja, damit sie verhört hätten. Nee. Doch. Hier. Sieht sie? Geil, ne? Naja. So, denn, ne? Die Korten will ich mich heute nicht allweiter legen lassen. Nee? Was will sie denn? Ich müsste ganz was Wichtiges zu erzählen, Frau Lürs. Ich wäre ja gestern mal bei der Tourbus. In Schandelow. Mhm. Hef doch fix Propaganda für so Mord. Oh, das freut mich aber. Hef an all meinen Freunden in die Geschäftskorten verteilt. Was? Das ist so schön. Willst du noch weggehen? Nee. Hier. Willst du einen sicheren Blick in deine Zukunft sehen, wenn du dich an Wilhelmine Lürs, Hamburg 36, Kaffermacherei zählen? Und Dobby hat Frau Henk hier auch so ein Kort kriegen. Frau Henk? Was denn für eine Frau Henk? Tja, sie hat doch einen Brief von ihr kriegen. Von der Frau Henk? Nee. Nu? Dann hätte sie gestern geschrieben und hätte am Abend noch selbst noch ins Postel heimgebracht. Das ist mein Otto heimlich wies worden. Ja, aber den hat ihn doch lange in der Hand haben muss, nicht? Fiete! Fiete, guck mal gau her! Die Postbote ist so zu fuhl zum Klingeln, nicht? Fiete, wo bist du? Ich bin halt da. Fiete, kick doch mal eben nur, ob da bei den Briefkasten sticken geht, nicht? Ja, das macht weht, hier wir da. Nee, was denn ist Rödel da, To? Da, wo du im Toilette händlich hast. Wenn ich das nur noch beten konnte. Ja, wie du von du Hus nicht zur Ordnung gekommen ist. Viele Leute, ja. Sagen Sie mal eben, was hat diese Frau Henk mir denn geschrieben? Will sie auch mal einen sicheren Blick in die Zukunft, du? Ja, sie ist nämlich hier in Hamburg nur wie rotes Licht über das Draht locken. Boah, ist so ein Auto gekommen? Nee, ist auf der anderen Seite ein Polizisten in der Arms locken. Das kostet denn schon 2 Mark, ne? Ja, den wollte Frau Henk aber nicht betonen, wenn sie auf dem Kaute Buren vor ist. Und er hat Utwies, wo sie auch nicht verwiesen. Was? Der muss sich ja mit nur bewacht. Ja, das wo sie auch nicht, hätte sich weigert. Sie hätte sogar einen Menschenablauf verursacht. Und dann eins wegen 2 Mark? Ja.
Da ist ein Peterbogen gekommen und da hätte man ja mit Gewalt reinschoben. Oh Mann, das ist schon wieder dann gegen die Staatsgewalt. Ne? Und ob Wachscheiße sogar die Polizisten beleidigt haben. Das hätte sie. Nun muss sie sich wohl engstens vor Gericht verantworten. Nein. Und mein Otto meint ja, sein Stiefmutter, Frau Henk ist ja nicht sein richtige Mutter, die will sie mal noch erkennen bestellen. Ach so, aber... Da ist nix bin. Ja, wie sie nur alwecken will, wo das Feier unlocken da ist. Oh, das ist eine Bänge. Ach, sie meint die Sorge für Gericht. Ja, sie dürft mir aber mit keinem Wort vertellen, da die Küt hier best bin. Ach, das scheint sie nicht wecken. Na, im Einzelnen Welt nicht vor Lürs. Ja. Sehen Sie mal, die Sorge ist so. Was Peter Henk ist. Das ist die Mann von die vorher. Ja. Ist ein tüchtiger Landwirt. Aber Frau Lürs gegen sieben Frauen kann er nicht gegen an. Wenn sie sich dann mit der Polizei anlegen darf. Ist ja sie zweite Frau, möchten sie wissen. Ach so. Ach, und dann ist das der Otto wohl von der erste Frau? Ja, ganz recht. Und sie Stiefmutter, der hätte ja das Sängen tut. Ja, und sie will Otto schon nur Heike Schierhorn fragen. Der kriegt ja mal den großen Hof. Ja, aber dann hätte ich schon mal zwei. Nee. Hengst hat ja noch einen Sohn, den Hinrich. Mhm. Von seiner jetzigen Frau ist dich. Mhm. Sie will das Heimol in Hof aft. Ach so, ach, das ist das von Mamas Liebling, ne? Ja, und wie, Frau Lürs? Ihren leiden Hinrich hätte sie sogar ein Motorrad schenkt. Was? Und das hätte sie nur davon. Nun liegt der Hinrich mit Bein in Gips, in Winsen, in Krankenhus. Verkehrsunfall! Ja. Oh. Und warum ich sie nun von ganzem Herzen bitten muss, liebe Frau Lürs? Stort sie uns bi. Otto, sein Vater, mocht das ja auch gern. Bloß, dass die nichts zu sagen hätte, ne? Tja. Frau Henk will mir ja nicht als Schwiegertochter hin. Ich kann ja nichts mitbringen, das ist das ja. Oh, nun mal nicht die Geduld verlieren, Fräulein Wesselow. Sieh, die Otto kennen, gebe ich all jede Weg zwei Mark gut. So. Ein für Toto und ein für Lotto. Ach so. Ja, wenn sie denn noch die richtigen Zahlen in die richtigen Kasten setzen, du, dann klopp eines Dorf und klopp an der Tür. Und nun passen sie mal auf, Frau Lürs. Wenn Frau Henk sich nur von Seide Kurten lenken lassen will, dann können sie doch noch ein bisschen mehr gute Kurten gut finden. Wo meint sie das? Naja, dass sie ja sein mit ihren Eigensöhnen, da war sie noch mal viel, viel Kummer und Sorgen erleben. Aber ihr Stiefsöhn, wenn der... Stopp. Mit sowas drückt sie mich nicht um. Das mit den Korken muss sie in Richtigkeit hemmen. Aber liebe Frau Lühr, ich muss doch so gern Otto Henks die Frau waren. Wenn das schick soll, das so will ich das. Zeigt das immer noch hier in Hamburg in Dänzien. So als nu, wie denn... Pulvermann. Ach, war die Arbeit wie so ein Storchsanwalt ist doch nicht so schwer, also ein Burenhof, wa? Oh, nee. Was? Und das Auto da drüben, das dich um ihn Otto, sein Vaterhut. Und der Volksbau? Ja. Die Litsche dort, das Burheng? Ja. Hm. Und die Anna, die ihm die Aktentasche zulangt, das ist sein Freund, der Viehhändler Mark. Mhm. Mark und Henk, die beiden wird nur mich. Ja, das begrieb ich aber nicht. Otto, wo sie Vater doch nichts von verhorben, da die Küt noch mal nur so hängen wollen. Ja, für dich kommt sie auch mein Geschäftskorten, ne? Jo, verrat dich, die kommt hier rüber. Die darf mich hier nun nicht sehen. In dieser Schütze, jo, Frau, Fiete, Fiete, komm mal gau her. Mein Kind, Bahn, die kriegt sie hier nicht zu sehen. Ja, aber das. Ah, die tun sie so gau, ne? Sie wollen nun erst mal ein Land tun, ne? Ja, aber ich muss doch weiter nur meinen Herrschaften trösten. Komm doch, Liebste. Du kommst nicht zwei Herren. Zwei Herren? Sind auch gut Schande, du. Guck mal eben an. Oh, ja. Und die dürft er nicht zu sehen kriegen. Jupp. Ich beschäftige. Klingeltante? Ja, als wenn ich das nicht süß hört, ne? So, wenn du die beiden Herren Rindlucken hast, dann muckst die Tür dich achter die Tür. Und holst ihr bitten den Snack auf, ne? Worüber schall ich denn mit ihrem Snacken? Ja, kannst sie umfragen, ob sie noch mehr Geld für die Mäh haben will. Schass mal sehen, was sie die denn first tönt, wo schlecht hat, die armen Huren da, ne? Und in die Tief, lohnt ich dir den Achtern lesen, ne? So, du mit Tür! Ja.
von See. Oh. Vielen Dank. Oha, oha. Wo sind denn hier denn, Utto? Ja, ich. Du, so was habe ich all ahnt. Ja, wird wie wir der Gorn? Oh, setzen Sie sich mal ein. Danke, ich bin so frei. Danke für den Hut. Oh, lecken Sie den mal da auf die Kommode. Oh, mein Bett, was Sie gehört und gut sind ja die Haare. Nee, ist besser so. Meine Tante will ja am liebsten wieder hinkommen, nicht? Du löst es, die Tante. Jo. Und du bist wohl so mal aus dem Dienstbetten, was? Ist doch bloß so, Tontitverdrief. Es sind keine Arbeit. Ich bin noch für 8 Wochen krankgeschrieben. Was? Krankgeschrieben? So ein jungstäbigen Kerl und der krank? Bin doch du schon gekommen. Ich hab mir die Rippe hier quetscht. Oh, der nix für Ungau, der wird ja nicht wissen. Was bist du denn, mein Junge? Arbeit bin hier, du. Oh, das ist aber wohl kein lichter Arbeit, was? Das ist ein verdammt schwere Arbeit. Tja, wo ist das? Wollt ihr nicht wohl verändern? Hey, sag doch einen tüchtigen Kerl. Wie Brucklöt in der Landwirtschaft. Ist nämlich Grobbuhr, ein Schande, du. Das will ich doch. Was? Woher? Geht mir, das kann man den Herrn ja ansehen, nicht? Das fehlt alles und kein Staatsanwalt. Staatsanwalt? Wo kommst du da noch, mein Junge? Bloß so, als Verglieg. Verglieg? Ja. Schön krumm. Du, dann überlegt immer mal. Wenn du erst wieder arbeiten kannst, dann komm mal noch mir gut. Kriegst Lohn und Tarif. Und gute Kost gibt das dir, Wock. Hast ein löttfrömmliches Stuf für die allein? Ein eigen Stuf? Das ist viel wert. Hier muss ich mit meiner Tante Tosom in einen Stuf slopen. Oh, das ist doch nichts für einen jungen Kerl. Nee. Der snorkt. Du hast in den Stuf ein Radioapparat. Und in den Hus ist ein Kickshop. Und ein gekacheltes Bad. Dann muss ich mir nicht mehr so was hier, eine Waschballe abschrubben. Oh, na, da will ich mir mal morgen durch den Kopf gehen loben. Ich glaube, nun kann ich mir Tante wohl alten Schild sagen, nicht? Oh, du, den Bengel kann ich gern gucken. Ah, fragt sich bloß, was die Ida dort sehe. Ja, das ist das, ja. Wenn ich hüse, ich mein Seher sind und hot sägen. Guten Tag. Oh, guten Tag. Dach! Liegt 2 Herren? Ist sie weg? Weg. Darf ich mich försten? Nix da. Namen sind Schall und Rauch. Und der Wolf von Utwärts, was? Kann man sie doch ansehen. An die gesunde Klör. Ah, sie mit der Landluft. Ach so, ja. Sie sind aber kein Buhr. Nee, was will ich denn? Ich hab wohl so ein was mit Bohrgeld, Tutu. Ja. Sind wohl so ein Handelsmann mit Fee oder so? Das ist sie, jawohl. Also, wo sie so was finden können, ne? Bitte. Na, Peter, dann pack mal gut. Wenn du all noch Bikol. So. Das hier hab ich sie tot, Frau Lüers. Bitte. Na, das ist noch ein Wuss, ne? Oh, Peter, das Wichtigste habe ich meist vergessen. Ach so, ja. Ah, oh, Blom. Was, das soll ich haben? Oh, Mann, das kannst du gar nicht von Land wehen. Ja, das hat bloß erst eine Lüde Kostprobe, sie. Super, ja. Vielen Dank, Ocke. Ja, den Spargel hab ich vergeben. Ach, Fiete, guck mal, gau her. Also, so was kriegt unser Angel immer bloß in Schaufenster zu sehen. Ist wo, oh. Ich bin Witwe. Und da bin Rente, weil ich von dort kriege, das langt zu führen und ach doch nicht, ne? Fiete, wo bleibst du denn? Was ist denn hier drin? Ja, gib die Tango an. Mensch! Ja, nun staunst du aber mal. Ja. Dann können wir doch mal ordentlich satt essen, ne? Dann bringt das man eben mit in die Köche. Mann, dann kann ich mal so richtig mit den Wurst noch schicken. Smieten, was? Öffnen die Hände nur mit Smieten, dazu. Tja, wo guckst du denn doch? Hier, nimm mit. Zum Bengel, ne? So, bitte, nehmt sie doch Platz. Ja. Wie Mama den Kitten, ne? Tja, also die Karten, die wollte ich mir ja nur eigentlich nicht lecken lassen. Nicht? Fühlst du denn keinen sicheren Blick in die Zukunft, du? Wenn uns hängt, ob man bloß ein Buhr ist.
Aber für so dumm darf man mich ja nun nicht holen. Immer so ein Hokuspokus zu gräben. Hokus Pokus, sagt ihr? Hokus Pokus? Fiete, Fiete, komm mal gau her. Ja, was ist? Fiete, oder wo immer drin, was die beiden Herren mitgebracht haben? Nein, 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 nee, nicht doch, nicht doch. Lollert mein Boot, Mio. Komm gar nicht in Frage. Fiete, hast du die Hörer, was die Scheiße? Ich hab dich aber einfach von der Wurst abschneiden. Ach, ach. Ist ja gut, warum auch nicht? So ein schöner Wurst kriegst du hier in Hamburg nicht, du. Schätzchen, du bist ein bisschen Wurstbegung. Also, das ist die denn doch. Nee, hab doch was ein Jung. Hau mal durch dich rennen. Lass mir das Wurstchen. Oh, bitte! Ach, nun können Sie den jungen Mann da doch. Dann haben Sie nicht Hokuspokus, du mir sagen musst. Das hätte ich nicht so meint. Das hab ich nicht so meint. Na, wenn Sie das nicht so meint hätten. Dann könnt ihr jung und sehen, ob das wirklich bloß alles Hokuspokus ist, ne? Bitte, kurze Daumen mal her. Nimmt sie Mama eben ab? Oh, bitte, abheben! So, dann wirf ich Mama eben sehen, ja? Ich bin ja gespannt, was sie entdecken könnte. Oh. Je mehr, umso besser. Was ich denk, was mich schreckt, weil seit es die dir nicht entgeht, zur Arbeit geht und blind was geht. Nanu, sie hebt schon zweite Frau. Still? Ja, der Hefe. Und was ist denn mit der Frau? Die kriegt ja was mit dem Gericht zu tun. Peter, was sagst du? Das stimmt, ja. Ah, mit der Frau hebt sie einen Sohn, Kreuzbube. Das ist auch mal amor. Ja, die ist aber momentan nicht in Huse. Die Mord nicht wie welche, in ein still in Bedroom liegen. Na, das stimmt doch, Peter. Nicht in Krankenhus, in Winsen. Seht ihr? Ist das nicht schön? Da hat hier eine Kornzahl. Ja, die Söhne scheinen ja wohl Mamas Liebling wehen. Mit Peter! Ja, das ist er auch, leider. Aber sie hat schon noch einen Söhn, Herzbube. Ja, die muss von der ersten Frau sehen. Hörst du das, Peter? Ja, ja, von mir selige Marie. Also, die hätte schon mal einen Abendwatschen verloren. Was er? Kannst so drein und so drein, kommt schon mal dazu, wie gerutet. Ja, ist ja wohl, Peter. O-T-T-O, O-T-T-O. Das ist wohl Lüge, das. Was ist denn bloß mit Frau? Wieso? Ist doch eins bloß Hokuspokus? Ach, das hätte doch wirklich nicht so meh. Ach, das will sie mir doch nicht immer wieder verholen. Verlierst. Gut. Der älteste Sohn scheint ja mal eine gute Partie machen. Aber da will ja bloß die Steffen oder so. Das ist die denn doch. Oh, um einen guten Hus zu kriegen. Ach, Peter, ist das nicht so? Das stimmt. Erbwetter. Sie hat Hand an den kloke, düchtige, nette Dieren. Ja, die ist aber nicht ganz in den Nöchte. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, hier, Putten, die muss von Utwärts kommen. Das kommt hin. Also muss ich so was zu genau die Korten sehen können. Da muss man sich bloß wunderbar, Peter. Ja, das ist ja auch ganz was anders, Kohl, als was man sonst bei der Kortenlecken zu weten kriegt. Naja, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Ja, kloke und düchtige Buren. Ja. Und auch dumme, ne, boah. Ja, jetzt hören wir doch recht, auch dumme. Anders können sie ja die Sorte wie ein Feehandel nicht so über den Uhr hauen, ne? Ja, hättest du halt wieder recht. Nein, lass mich, du bist still, Peter, ne? Wie die hätte ich dann auch nicht riskieren können.
wie Pfefferkuchen. Pass die Frau verdammt genau ab. Oh ja. Ja, aber, ja, ja, ich hab dazu mit Herton noch nicht sagen mochten, nee, aber hier noch führt sich ja wohl sowieso das Regiment in Hus und Hof. Hörst du das, Peter? Was sagst du? Das bewiesst du so gerade Korn. Ja, darum bin ich ja Korn, nicht Korn. Ja, und nun passen sie mal gut ab, Polis. Ja, meine Frau, die hat ja nur auch Alfonso gehört. Und meine Frau, die schwört ob die Korden. Sehr vernünftig von er. Mm. Und Dorum hat sie einen Brief an sie geschrieben. Brief an mich? Den hat doch auch lang haben muss, wa? Nee, nicht Pille. Ja, was mein Öls ist, der hätte ja nur Spitz kriegen. Und da bin ich gestern Abend noch heimlich auf die Postel gewesen und hab ihm wieder zurückholt. Hab er zurückholt? Wo konnte sie so was tun? Ich hab den Brief abmog. Abmog? Mein Brief? Und was ist das Strafgesetzbuch da tun? Der ja noch der erste Brief. Sie schulden mir nur gelesen, bitte. Aha. Absender Ida Henk? Ach, Henk, Hitze? Aha. No, mir hat noch nie nicht gehört. Werte Frau Lührs, auf Sie aufmerksam gemacht, möchte auch ich einen sicheren Blick in die Zukunft tun. So wie bescheid. Weshalb ich Sie freundlichst bitte, mich am kommenden Sonntagnachmittag mit Ihrem Besuch zu beehren. Oh, ich soll ja beehren. Die Frau weht wenigstens, was sie hört. Bringen Sie bitte Ihre Karten mit. Ich werde dafür sorgen, dass wir für die Zeit allein im Hause sind. Hochachtungsvoll Ida Henk. Nee, also ganz nur Schandelo. Wo schreibst du denn hinkommen? Tja, aber das ist ja nicht so weit. Ich komme. Liebe Frau Lührs. Was? Sünder Normela. Klottere, stau ich hier vor der Huste mit meinem Auto. Ja, ja, Volkswagen. Ich bring sie den Herrn oder war er drüben? Ja, bloß sagen dürfte das mit Frau nicht. Oh Gott, will nicht. Und denn, Frau Lührs, wenn sie ihr die Kurten legt, ja, dann mögen sie immer ordentlich ein bisschen bang. Oh, ich schau ja bang morgen. Ja, wegen ihr Tokuf, bitte. Mhm. Sie mögen ihn Frau sagen. Uns jüngste Junge, die Hinrich. Kreuzbube. Der ist so durchvertreten, nein. Die war ihr noch allerlei Kummer und Sorgen mögen. Sie tun denn wirklich ein gutes Werk? Mehr als das. Sie sind meine letzte Rettung. Oh Gott, wo können Sie sowas sagen? Nee. Pass mal, Frau Lührs, ich bin Sie den besten Freund. Da kannst du wohl sagen, nicht, Peter? Du ja, Kurt, du ja. Und ich weiß, wo das BR-Tos Togheit. War nicht mehr unterholen, meine Frau, nicht, Kurt. Sie kennt sich ihn aber nicht, mit dem ist kein Unkommen mehr. Nee, ist das auch nicht länger. Und was hab ich gesagt, Kurt, was ich denn da? Ach, Peter, das ist doch die höchste Backdeutsch hinterher. Nee, du, da tue ich. Ich will sich den Kalbestritt kriegen und kochen. Was? Ja, da tu ich. Frau Lührs, sie wart sie Ida ja an Sünder kennenlernen. Sag mal, Sünder? Ich schall ein düssen Sünder nur Schande bekommen. Aber das geht nicht. Nee. Ja, warum denn nicht? Deit mich leid. Ich will gehen mal mit dem Vorgesprochen hören. Und der Karl, ob das die Frau Ida hängt und beten Leuten, weil ob sie Tokum deit, wenn sie sich nicht ganz und gar ändern darf. Ja, das schauen sie doch. Ja, darum bitte ich sie ja. Warum geht das nicht? Und ich hase dir an, erinnert, was in der Bibel steht. Er soll dein Herr sein. Ja, dann ist das ja. Die anders kein Glück und Frieden, wenn er in Tus kommt. Und eventuell in München leben, ob es willst. Und das Glück von dem jungen Otto Henk. Tschüss, das wöhnt wieder von sich. Warum soll er denn an Sünder nicht möglich sein? Danke. Er muss meine Freundin Amanda besuchen. Die wohnt doch ganz, ganz achter Schiffbett. Und an einem anderen Dach drauf ich gerne mal. Ja, ist das denn so wichtig, Frau Lührs? Nun, oft hat wohl wichtig, dass der einzige Mensch, dem ich nur unter die Knie halten kann. Ja. Denn, den Mittelweg habe ich doch auch bekanntlich den ersten, nicht wahr? Ja. Ja, und? Hä? Hier. In der Borbelste Schublade liegt das Schreiben von dem Herrn Huswirtzin Anwalt, wenn ich mit Montagmittag Klock 12 die rückständige Miete für 2 Monate bezahlt habe, denn so sehe er sich zur Räumungsklage gezwungen. Ja, das steigt mir arme Frau bevor.
Ach so, verhölzigter. Wo viel mag denn Demi? Da nicht mag man 8 Groschen. Pro Monat. Und dafür so ein Rattenlock hier nicht. Das ist doch direkt in meinem Hut verschraubt. Du Kohl, du musst mir morgen mit fertig Margut helfen, du. Ich hätte nicht so viel Bimi. Ja. Bis morgen. Ja, du, doch gern wieder. Aber meine Herren, was ist denn das hier? Also, die dachte gerade aber ganz und gar nicht. Also, was willst du denn überhaupt von mir denken, nicht? Und das ist nicht das letzte, verehrte Frau Lührs, wenn sie das Glück wie meine Frau. Das hilft, wenn er Bombenhand kriegt und endlich Herrenhus ist. Oh, was mich das aber für eine innere Überwindung kostet. Nein. So von der Wahrheit abzukommen, das glöhnt sie nicht. Frau Lührs, bitte doch denn. Und bringen Sie Ihren Neffen auch mit. Ja? Hier. Vielen, vielen Dank. Tschüss denn, Frau Lührs. Tschüss. Wie liebe Frau Lührs. Wenn ich auch immer so aufrichtig und ehrlich sie wohl und so erzähle mit der Wahrheit. Dafür sind Sie doch Viehhändler. Erzähl auch, wenn er willst. Das man Goldgeige. Ach, dumm Snack von dir. Mundus vult decipi. Wär doch ganz gut, dass ich mal wieder latinischen Professor wär. Hier, die Welt will betrogen sein. Na also! So, nichts geht das los. Jawoll! Verzweiflungstat eines Hofbesitzers. Nee, mit mir nicht. Sapa. Nanu, du bist aber wieder hier. Ich denke, du kriegst mich für was Bierentau. Ich wehe, du. Und weißt du, was Wilhelm Rieckmann mir du erzählt, hä? Gestern Abend ist in Lülau Frühlingspest gewesen. Und weißt du, kein du mit jedem Hans und Franz Rümpus her, hä? Ne? Heike Schiron. Tja, was riechst du doch so doll überhaupt? Du wollt von Schirons Heike doch nichts weten. Will ich auch nicht. Ich auch nicht. Ach du. Ja, denkst du, ich hätte für'n Vater das all vergeben, dass er mir in Halfsörsen fertig den Gendarm auf den Hals schickt hätte, als wir ihn nicht slacht haben? So einen will ich nicht in der Verwandtschaft haben. Ja, das sagst du nu. Wenn Mutter aber jünger und jünger, wenn er davon anfängt, was für'n schönen grauen Hof das ist und dass Johann Schiron sich ja nun bald auf Owendale setzen will und dass ich ja mal bloß Taugrieben trug. Der zwiegst du schon still. Tja, das könnte nur aber anders. Was, wenn du das fahrst, bringst du gegen Mutter ein Regiment umzulegen. Das machst du ja gewohnt, mein Sohn. Doch, Snack. Wenn Mutter dir in ihren forschen Turm kommt, dann klappst du auch jedes Mutter hoch, was ein Oled Udleihe des Taschenmetz. So, was ist das für ein Verglick, Junge? Ach, ist doch wohl. Kein Piep, sagst du. Letzte Abend gefallen. Was bringst du denn so rum? Das wirst du doch von Mutter her so wählen. Das sagst du so. Aber Mutter wird nur ihre Gewohnheit aflecken, hier mit mir rum zu kommandieren. Und das sogar heute noch. Wo so heute noch? Otto, du hör mir mal Geld tau, weil ich dir nur anvertrauen do. Mir wird anvertrauen? Ja, pass mal auf. Also heute noch, du, da ist sie. Nicht, Otto, nicht. Das ist Mutter. Ist also noch in Winsen. Ist wohl gerade von Hinrich und dem Krankenhaus gekommen. Lode doch. Ach, Jung, du nimm doch Vernunft an. Sie will ja bloß hören, ob wir noch hier sind. Kennen Sie ja auch. Ja, das schuld wir beide aber doch nicht. Sie will ja, wenn er trüch ist, allein in Hus ziehen. Ich glaub mich nicht wegschicken. Ach, Jung, verdarf doch nur nicht eins. Ja, hier ist Otto, was wohl du? Gesa, du bist da. Nee, da war nix vor Ungo. Ich dachte eben, das wäre mal bloß wie Mutter. Von wo rufst du denn an? Zur Hus bist du? Ja, da lode man auch. Hast also heute wieder drei kriegen von die gnädige Frau? Auch von den Herrn Staatsanwalt. Der schon ganz netten, ne? Nett. Ja. Och, wenn die Frau mal bloß nicht so in den Finger fällt. Ja, hol die Tus aber nicht noch lang um. Nee, Otto. Nee, komm mal gar rüber. Nicht, Otto. Jo. Nee, Otto. Bett liegt. Nee, Otto. Gesa wär dat. Ja, was schall Gesa denn du hier? Was Gesa schall?
Ich bin Ben Miller, der Hopsienfeier. Tja, aber doch nicht heute Mittag hier bei uns, wo wir ja auch nicht hier sind, schuld. Nicht schuld. Ich lob mir nicht unten Hus schicken. Otto, du hör mir doch endlich mal zu. Ach du, wann Glück, dass du das heimlich zu sehen kriegen hast, als Mutter der Briefmann ob den Brief backt hat. Denn seine Kontenleger schon in Hamburg schreiben, ne? Ja, du. Und den Brief hef ich mir noch abends, wenn er zurückholt. Von der Post, ey? Ja, du. Und du hast du nicht hier, ob wahrhaftig bin, was du dir also gedacht hast. Dass der Uschi hier sein wohl. Du hit no Miller. Jawohl. Will also nu all weten, wo dat Uglöck mit er sorgt für Gericht. Will jemand so klug sein und glöck, dass so ein Höhner krumm. Du sech nicht Höhner krumm, oder? Ich hef mein Urteil über der Frau Lürs gründlich revidiert. Du, kennst du die Ole Jule denn? Bin ja eher gestern gar nicht in Winsen ob Landratsamt Wesen, du. Ha jo Karl Mark den Brief wies und der hätt mir den First Night mit ihm nach Hamburg gefahren. Du wärst also auch bitte so kottenlängisch? Ja, was hätt er auch? Ich war cool doch nicht allein, nur hinloden. Nö, nö, das stimmt auch. Und hast sie denn auch die Kottenlänge loden? Du, und was die Frau um die Sächt hätt, du, das stimmt alles, alles hohe genau, du. Nee, warte, tut bist mir. So hätt mich nix nicht, dass ich eine zweite Frau hab. So, so. Und dass die bald was mit Gericht zu tun kriegt. Kick mal an. Ja, und dass ich von ihr noch einen Sohn habe, du, die still zu Bett liegen muss. Ist ja wohl nicht möglich. Ja, und dass ich noch einen anderen Sohn habe, von meinem ersten. Also der Korken. Jawohl. Was grinst du denn so? Glaubst du das denn nicht? Kein Wort. Nee. Ja, woher soll die Frau denn so genau wissen? Das war Gesa, wo wir erzählt haben. Gesa? Besser los in Gesa? Wenn sie das mal nicht alles. Herein! Gesa, du kommst just in den richtigen Moment. Ah, Dach, Gesa. Guten Tag, Henning. Gesa, bist du Freitag nur bei der Kottenlänger spät? Ja, ich denke, das schon nur im Zweiten. Ja, wann näher denn? Gott, bevor sie mit Feehändler Mark kommen sind. Ich hab sie von Finster gesehen. Ja, und dann bin ich die BR nicht geworden worden. Frau Lürs hätte mir ja gau achter im Hut loten. Solange muss ihr Neffe See und Mark in Snacker holen. Ja, das hätte er auch. Was wollt du denn bei ihr? Gesa schulde Kottenleckers von eins und bitten Bescheid weten loten. Und sie bitten noch ein Beten was mehr in den Korten zu finden. Du wollt Frau Lürs sich aber leider nicht ob innen loten. Ja, bei mir aber. Korn Mark und ich habt ihr das selbige auch fürs Long. Nun kick mal an. Dann richtig bitte euch, wo kannst du noch was betonen? Wer verlässt du denn gehen, Gesa? Oh. Ich habe ihr mal 3 Mark hinschoben für die Lichtrechnung. Und bei mir fehlt ihr noch 60 Mark für 2 Monate mit. Was ein Glück, dass du nie mehr als 20 Mark dabei hast. Wo so Glück? Der andere fertig habe ich mir ja von Kornmark lehnt. Na, dann frühst du 60 Mark alles so kriegen. Oh, wenn man das richtig nimmt. Denn wäre das ja bloß allen Zwindel und betruchtet mit ihr Korten. Vater, der Hauptzug ist doch, dass der Ulsch Mutter fix was für Zwindel. Ja, da kann man ja wohl für 60 Mark auch verlangen. Jo, kommt Frau Lührs denn heute noch her? Ja, klar kommt sie her. Ach, und die Frau, die wird ja auch nichts hier sehen. Wenn von dir was snack. Oh, dann bin ich mal lieber morgen, dass ich hier wegkomme. Oh. Nee, nee, Gesa, bin ich mal hier. Nee, nee, komm du lieber und weg nur uns rüber. Ja, Gesa, sind wir schon da, du drei, Chris, ja, ne? Ich wünsche dir auch die Köken da uns. Ja, ich komme mit, ich nix. Hallo, hallo. Otto, was kann ich denn du Mutter sagen, wenn sie mich fragt, warum ich noch nicht nur Gästebuch bin? Wirst du denn als Vater gar nicht ein Beten besorgt, wo den armen Söhn hinrichtet, Guy? Ja, du, das ist das. Der Unruh, die hätten wir so lang fast holen. Sind die beiden denn immer noch hier? Ja, schall ich als Vater denn nicht Krieg zu weten kriegen, wo uns Jungen das hüt geht? Das wäre von Abend ja auch noch tätig noch gewesen, ne? Ja, du, aber der Unruh, du, die ist ja eben Handschuh dullvoll. Ja, und du bist zu fool im Obtunnehmen, das kennt man ja an die. Na, wo ist denn das Befinden von meinem Leben, Bruder Hinrich? Denkt du, ich helf noch mit der Oberschwester Sprogen. Das ist ja schlimmer, als ich dachte. Vielleicht blieb das Bein sogar stief. Ja, das verdreht der Motorrad vor. Ach, warte, da kann doch nie was anderes passieren konnte. Und nun Tietlebens mit dem stiefen Bein rumlaufen. Denn hoff, kann ich Jolikas noch festkommen, wenn man so wie ist. Lieber? So viel ich weiß, hat Bua Henk auch noch einen anderen Söhn und ist da hier. Und so viel ich weiß, hat Bua Henk in Sommerfieb und fertig sein hoff notariell, ob sie Frau überschrieben loten und der ist da hier. Das wird doch bloß so performer.
wie du Ortsbauern führen wiesen wirst und wie du Angst hast, man kommt die Gladbeck enteignen, doch im Dorf. Ja, die Angst, die hast du mir ja inred, wollt ja überall was hört hätten. Ob jedenfalls da das zwackt, ob wird in Grundböck und in den Register und in alle Papieren das Miedehängsche oft hört. Denn war das nur der höchste Tick, das wie das, wenn er bin Notar in Winsen umschrieben lohnt. Das ist ja irgendwas mit meiner Inwilligung wirklich, ne? So, und red nicht noch lang. Seht tot, da du die antrocken kriegst und dann los, ja, nur jetzt Oh, das ewige Befehlen. Du musst nach doch nicht. Sag ich immer, ich will die befehlen. Ich will die nicht befehlen, aber du kannst ja aber dürfen, was man nicht sagt. Die Frau, du triffst das nicht zu doll mit mir, tatsächlich die. Hier, dort, lest mal, was da steht. Verzweiflungstat eines Hofbesitzers, von der Ehefrau in den Tod getrieben, das steht doch, jawohl. Ja, die passt zu dir. Natürlich den Parador denn rum. Den Mann, der grippt wohl all. Kein Weg, was redet, ob man uns Dreck grippt. Das ist ja wohl dumm Tüch, was du da sagst. Ist das nicht, und das wirklich muss sagen, wenn du ich wieder... Ich weiß, was du sagen wollt. Aber du musst das doch so eben insehen, Junge. Wenn das nur so ist, dass Hinrich doch was nur behält von seinem Unfall... Das ist ja seine eigene Schuld. Seine eigene Schuld? Wo kannst du so was sagen? Hat Hey denn schon Seebom der Händland, wo er gegen raus ist? Und wenn Hinrich nun nicht mehr so leben kann als einen anderen Menschen und irgendwie nicht mehr tanzen, ja, dann findest du dich kein Frau mit dem Buhans, wo er in heiraten soll. Dann ist das von dir nix wieder als den bräuderliche Leif im hier Platz zu mucken. Und schall Heike Schierhorn fragen. Oh, bloß den nicht. Was? Den nicht? Sieht ein Jörlix mir in die Ohren, dass ich erfreien schall und nu doch nicht. Bitte, hab ich Jörg immer geläuft, das wäre ein anständiger Dir, nicht? Aber nu denkt die mal, was ich just hört hab. Das sind doch nur noch kein 5 Monate her, dass Schierhorns Hermann und ein Trecker kommen ist. Ja, und? Recht sind's es, dass ich doch noch... Hätte sich über Nacht wie Wollgast auf dem Tanzböden rumdrehen. Das, du findest auch Sachen noch ein anderer. Den Hefekerl von. Meinst du vielleicht, wesse los geht's damit? Ja. Junge, was wollt du denn mit so ein? Der wie fremde Lüd in Dates gehen muss, wie du hast doppelt so viele Kinder im Tisch sind, als Köln-Stars dort. Junge, komm ich nicht mit so ein als Schwiegertochter in Hus. Der hat hier wie mir kein einzig frohes Dünn. Den Gurg eben und Hus. Kannst du von mir hutig wollen, nicht? Dat glöfig. Over de Wischen, in eine Seef, de mi in richtige Mutter mitbräucht hätt und de mi in ihr Testament vermutet, de behut die denn nicht. Dat kannst du mir andauen, Otto. Dat kann ich und do ich ja woll. Je, wann ist denn wird's für ein Jung? Und man meint da doch so gut mit ihm. Will mit sie oben Augen in sie Unglück entlöpen. Das war sicher wohl als sie. Ach, ach, da sind sie ja. Das ist hier mein Neffe. Und das? Und das, Sie, ja, warum schon sein, dass ich auch nur ein Neffen mitbringe, nicht? Ja, wenn man dir mal rinniger bist, du. Ja, das hier ist nur also uns Wohnstuf. Ja, meine Güte, das ist immer Emo hoch, nobel und komfortabel, was bitte? Kick die das mal an, Tante. Oh, das ist die denn doch. Das ist ein Kavenzmann, wa? Junge. Oh, und hier, Alt-Delft. Ich hab wieder den Burenhus auch ganz anders köstet. Wo so anders? Oh, ich hätte mal auf die Villa sehen. Da kommt man durch so eine große Schülendür erstmal auf die Deel. Ob die einen sieht dort her und ob die andere die Kühe. Und wieder langs ist so ein Fürstel, da hangt von die Dick, da so ein Kee. Und da ran bummelt die Cockpunkt. Ja, oh, was sehe ich, wovon uns denken. Ja, aber wenn sie das gerne mal sehen würden, wo das hier wie uns auf dem Hof so unsüht. Ja, das kriegt ihr schon nicht all doch zu sehen. Ne? Ja, das können wir denn wirklich mal kriegen. Dann kommen sie mal gleich mal mit mir mit. Hm? Ja, du kriegst denn, den kriegt ihr auch eins ganz genau an. Hörst du? Ja, nämlich Grudel Lust hier mal einen Titel lang wie Seetor arbeiten. Ist wahr? So, ja, so ein kräftigen jungen Mann ist mich immer willkommen. Ja, nicht? Man hört ja so viel von den Landflucht. Ja, hier wird okay, noch du ein Uton wie mich. Nee, wa? Dann bringst du immer Wiesen, wo dann Rot geil, ne?
Lotti nicht von den Gösch bieten. So, Tös, ich warte ja wohl nicht sieben. Hoffentlich nicht. Das schneid mir. Federkern. Tja, da darfst du ihn wieder nicht verwundern, Frau Lührs, wenn ich sehe hier, naja, sozusagen ins Bounde. Hier ist mein Jockey nach der Slot und Riegel. Im Fußbüttel sind die Zellen nicht so gut. Ja, ja, dann würdest du doch bitte sitzen, ne? Hier, ja, bitteschön. Ja. Federkern. Ja, da hätte ich mich wohl da. Ach, und noch was, Frau Lührs. Schon ein Kumm, denn sind sie die Frau, die ich in Krieg Tobien was mitgeben habe, ja? So Eier und Butter und so. Ein Stück Schinken und dicke Mettwurst. Ja. Ja, und Dankbarkeit hat sie mir heute mal wieder besorgt. Will wieder zu holen? Jo, mich halt recht sehen. So eine Pickelkittler. Sehen Sie mal eben, wo sind Sie eigentlich, ob mir in Persönlichkeit kommen? Ja, wo eigentlich? Mir ist doch so ein Kurt mit seiner Adresse in Hand gekommen. Ich kann nicht irgendwie auch nicht mehr sehen von okay. Oh, das ist so schön, dass mich... Oh. Dass mein Geschäftskorten, willst du einen sicheren Blick in die Zukunft tun, dass die nur egal nur hierher kommen sind? Ja, ja, so ein. So ein ist irgendein Schulmeisterlehrer Krull in die Finger kommen. Mhm. Für den würden Sie sich aber Hälsche nachnehmen, Frau Lührs. Der ist gegen so was. Gegen der Kortenlängen? Ja, und auch, dass sich wer sie ein Horoskop stellen lässt. Und auch gegen das Besprechen von Krankheiten. Naja, das ist so der, ne? Hey, Schall Güstern erst sagt haben, so etwas sollte man zur Anzeige bringen. Ja, die schon, die können mal lieber recken und schrieben wie bringen, weil du doch für betont, ne? Ganz mein Reden, Frau Lührs. Wohlsein? Wohlsein? Oh, lecker! So, dann nehmen Sie mal eben ab. Stopp, linke Hand, dreimal zum Herzen. So. So. Also, bitte knapp, ne? Können Sie beiden nicht tuschen? Ach so, ja, das kann ich ja wohl. Ja, immer meine Hand. So, siehst du mal. Ah, ja. Wohlsein. Moment, Frau Lührs, ich glaube, ich nehme das doch gleich mal weg, ne? Ja. Das knutscht uns so, ne? So. Ja. So geil, denn ich hoffe, Peter, ja, ja? Ja, wunderbar. Ja, schön. Sei mit mir aber auch die volle Wahrheit sagen, Frau Lührs. Ja, was anderes, guck ich mich gar nicht froh. Und wenn die Zukunft noch so düster aussieht, ja, dann hält das eben nichts. So, bitte schön. Thank you.
irgendwas ist hier verkehrt. Ich? Ja. Ein Kreuz, ein Leid, ein bitterböses Weib hat mir der Herr gegeben. Nimm's Weib von mir, nimm's Kreuz von mir, dann kann ich ruhig sterben. Beiseite steht dir Licht entgeht, in Urlaub geht und ab und zu mal blind versteht. Na nu, du kommst zuerst aus dem Verlordung, Kentus. Ist die fort gerecht? Stutz so ohne Anklage? Tja. Tja, da muss ich wohl mit regen. Hm. Und war ich denn verurteilt? Sittenmütze nicht. Nicht? Oh Gott, sei Dank. Oh, ja, das wäre aber ein schön große Blamage gewesen, ne? Ist so kein schönes Gefühl, wenn man 8 Wochen früher im Gefängnis sitzen hätte. Oh, nee, bloß das nicht, bloß das nicht. Oh, nee. Oh, Sie können sich ja gar nicht denken, liebe Frau Lüers, was mir für einen großen Stein von haben wollen ist. Da kommt also nichts mehr. Wo kommt Frau Lüers, der die Kunden so günstig für mich zählt? Wohl sein. Also so günstig ist das hier nun ganz und gar nicht, ne? Nicht? Was denn noch? Sittenmütze nicht, wenn... Wenn? Wenn was? Oh, wenn sie das mal bloß abkönnt, das zu hören. Denken Sie das? Frau Henk, dass du zwatte Wolken über tust. Genäh, das warte Wolken. Und was ist denn bloß mit ihrem Mann los? Mit dem stimmt doch was nicht so recht. Mann? Was schon mit deinem wohl ist denn? Meine Güte, kommt sie doch mal her. Die trifft sich schon ein mit den Gedanken. So du sagst, und schiere Verzweiflung, als wenn ihm das Leben leid ist. Sie meint, er kann sich mal was antun. Oh, nö, da verkenne ich mich, Peter, doch viel zu genau. Das meint man, Tobin. Aber der Mensch kann nie nicht in den anderen seinen Kopf reinkicken, was ihr so in Stillen denkt. Gewiss, das ist wohl so. Aber mein Mann, der schon sich mal was antun. Ja, Frau Henk, hier sind die gnädelfarben Wolken. Nee? Und warum braucht man denn die Korken, wenn man das unerbittliche Schicksal nicht auf den Weg gehen will? Gewiss, das will man ja auch gern tun. Nee, kommt den Leben doch offen für. Man will das nicht glauben und eins los ist das denn doch passiert. Und den hilft das nichts zu sagen, ha, ich man wie Tietzen Inseln war, ne? Inseln? Aber so denn Inseln? Oh, hey. Sie möcht sich fügen und ihren Mann das Heft in der Hand locken. Oh, das kann ich doch nun nicht so abends stotzen, ne? Das könnt sie, Frau Henk. Und das möcht sie. Denkt sie an die switchen Gardinen, ne? Und denkt sie auch an das Wort, was du schreibst, er soll dein Herr sein. Und das ist hier ein Hus nicht, so hier nicht. Ne? Und darum die Knie, das warten wohl, ne? So steigt das in den Kopf. Hier. Nee, hier. Nix schön. Das ist ja denn nichts Gutes, was sie mir da sehen dürft. Oh, steigt aber auch noch alle Hand drin, doch was sie ihre Hände frei dann hätten. Ja! Oh ja, was ist das denn noch? Ja, sie hätte noch einen Sohn in Hus, ja. Ne? Aber dann hätte nicht sie das Leben geben. Ja, nee, der ist von seiner ersten Frau. Und den mögt sein Glück. So? Ja, ich gab ihm kluge, düstige, nette dir. Und die kriegt wohl Fehlgeld. Hier, Fehlgeld. Ja, wo schuld da denn wohl aber Türke? Der hätte doch gar nichts. Hört und lest man doch all doch. Das wäre heute noch nichts auf dem Nord, morgen all Dusende und Oberdusende Wunder. Gewiss, ja, so was scheint es wohl geben, ne? Ja, wenn so ist, wenn die Korten das so in Aussicht stellt. Frau Henk, Sie wart noch mal dankbar an mich zurückdenken. Dankbar bin ich sicher, du, Frau Lüers. Denn das Schlimme, das muss ja nicht immer eintreten, wenn man sich zur rechten Zeit... Doch nur richten deit, nicht wahr? Ja, und das will ich doch. Jawohl. Ja. Ja, denn sagen Sie mir nun mal, ja, was kriegen Sie denn von mir?
Was meint sie, Geld? Ja. Da kommt überhaupt nicht in Frage. Oh, doch, noch schöner. Nee. Lutze, das Steken, sie vertört mich. Ja, Marie Gondel, ich bin sie doch so dankbar, dass sie mich da oben aufgemuckt hat. Was denn? 50 Mark? Der kann schon gar nicht wesseln. Ich hab ganze Teil Mark bei mir. Das schüllt sie ja auch gar nicht an. Mann. Nee, so viel Geld für das, was ich Ihnen vertellt habe. Schmerz, lass nach. Ich lot sehe, dass doch viel lieber zukommen als das Finanzamt. Du habt sie recht. vielen Dank. Aber beschämt und was? So, und nu guck ich uns ein schönes Tass Bohnenkaffee. Oh, was ist das? Ach, tun Sie die Kurden, Mann, Leber, wenn er wegfolierst. Der hat der Schuldigkeit, du Jogdo. Ja, dann könnt ihr mir jetzt sehen, wenn er hinlaufen. Ach, doch, Geite, hier ist uns Otto. Ah, komm mal rein! Mutter, du hör mich runter. Ja, das hier ist nur also uns Otto. Mit seinen Lady Gisa. Ich hab zufällig besucht in Hamburg. Ist eine Frau Lüers. Nachrucken. Hätzig in den Jahren, hier liegt's nur und krieg ab und an nur was zu eten, wie mir abholt. Du kannst sie doch wohl nicht mehr aufbesinnen, ne? Nee. Ja, Frau Lüers, das hier ist nur also uns Otto. Okay. Mit seinem Käse. Der Bein, der hätte sich nämlich gefunden, Frau Lüers. Ja. Und wenn nur mich können, dann schon sie sich ja nur bald verloben. Da hey, du bist dem Herr Vater das ja nun mal. Doch, er ist ja nun mal der Herr in Tunis. Das hätte ich doch hin, mein Käse. Sieh, sieh mal doch mal an, Fräulein, dass sie ihr Buden auf dem Land leben, du, ne? Das stimmt nur aber nicht von mir. Gisa denkt in Hamburg. Wie ein Staatsanwalt, die jeden Verdonnerte im Verbrett kommt. Ja. Aber lang wollt du dort doch wohl nicht mehr blieben, nicht, mein Gisa? Otto, hältst du das nicht irgendwie beter, wenn Gisa denn das über hier wie uns in Fuß ist und mir so ein Beten zur Hand geht? Hier wie uns? Ja, wäre doch to schön, nicht? Wenn Vater Doma mit ihm verstohlen ist. Hey, aber jetzt mal die Arbeit wie so ein Staatsanwalt, die ist doch nicht so schwer als auf dem Bauernhof, wa? Oh, wie denn war die Arbeit auch nicht weniger? Die Frau scheint ja nun bald das erste Kind kriegen. Ach ja, denn sind das auch noch junge Leute? Ja, auf was? Wir sind als volle Sünder verheiratet. Wart, und nu scheint doch erst was Lütz kommen. Otto, ich will ja nicht hören, dass wie du beiden das auch so lang dauert. Und Tobi ist die Frau all über fertig. All über, sagst du? Risiko. Mensch, das ist ein bedenkliches Ort. Tja, darum ist der Staatsanwalt Job so dull besorgt um ihr. Na, was ein Wunder, da kann Frau sogar wie zu Schaden kommen. Nun, und wer ist der allein Schuldige? Bloß die Staatsanwalt persönlich, ne? Und kann nicht mal Berufung hinlegen. Und bitten Sie auch, was ich mal hör, Herr Frolius. Ja. Was denn, Mingisa? Sie hätte ja noch eine Schwester, die ist aber viel jünger. Und wie der scheint auch bald was Lüttes kommen. Oh, zum ersten Mal, Mingisa. Und was denn, Herr Staatsanwalt, sein Schwiegervater ist, der lebt da oben in Husum. Husum, grau ist das am Meer. Ja, ist ja da oben in der Nordsee. Ja. Und von denn schallt die Tochter, die zu ersten stramm jung abwiesen kann, 40.000 Mark haben. 40.000 Mark? Otto, hast du das gehört? 40.000 Mark! Das ist ein schönste Geld, was? Ja, ich will nur mal an den Kaffee denken. Ja, ist nett. Denken Sie mal!
Hätte das an mit ihr Kottenlenk fahren können? Ja, was denn anders? Du verrohren sie uns doch mal, wo sie das anstellte. Was anstellte? Na ja, dann mir mal das ein Hörnerkrumpligsgröf her. Was? Hörnerkrum? Alter, da fehlt schon bloß oder auch noch Hokuspokus-Säcken da. Ach, nicht doch, Frau Lührs. Also, das hier ist Frau Lührs, ihr Neffe. Oh, guten Tag, Frau Lührs. Hätte ich ihr alles mal so ein bisschen ankicken und habe ja wohl große Lust, hier bei uns zu arbeiten. Hier bei uns? Ja, heftig, wirklich. Von mir gut? Von mir gut, ja auch. Aber letzten Endes hat Vater das ja nun mal gesehen. Ach, Isa, bist doch so gut und komm mit Hut. Kannst du den Butterkuchen ansnieben? Jo, ey, komm. Oh, Butterkuchen, Hebsen. Hebsen so ist backt, was? Oh ja, in die neuen elektrischen Herd. Ach, willst du sich den Köken nicht mal ankicken, Frau Lührs? Ja, jo, okay. Ja, dann kommen Sie mal, Moment. Da haben denn wohl kein Kuckpott, die dicke Ulva. Da ist alles elektrisch, der Herd und der Butterbeutel, die Geschirrwaschmaschine. Hier, wie uns um Lernen arbeiten, wo du. Guck halt da dein Tau an, wenn du das da drin. Ja, ich bin euch immer für das Gegenteil fest. So? Ja, in die Schule halt. Wenn die anderen die Schularbeiten mögt, hätte ich keinen mögt. Wenn die anderen Ostern versetzt worden bin, ich backen bleiben. Emol, das werde ich noch. Bloß wir einige in die Oberschule wollen, käme ich in die Hilfsschule. Und wo hast du denn zuletzt Arbeit? Ich? Bin Silber, ist trotzdem nicht. Du doch auch das Gegenteil. Als das mal Mittag wäre, sind mein Kollegen in der Kuhl nach Borben stiegen. Und ich bin von Borben Dorfvoll. Dann musst du aber hier bei uns flucken, ne? Kannst nicht jeden auf nach Hamburg trüben. Nee, bloß nicht. Ihr kriegt doch einen eigenen Stuf mit Radio. Na, dann komm mal mit nach Borben und kick sie dir an. Mit Radio? Woher willst du da denn? Tja, das ist doch so wie die Buren. Der hat ja nur einen Rundfunk in Coastal. Dann gibt's den Köln mehr Melk. Ja, dann komm mal mit! Der Kortenleckersch ist wohl auch wieder weg, du. Der weiß ja nur um die Töne, dass ich ihn wieder zurückbringe nach Hamburg. Nee! Töf mal eben, Kohl. Nee, hab noch nicht getrunken. Ich so, ich kann doch immer noch nicht auf der Weg kommen, dass die Ulsch uns eher gisten so dumm bis schwindelt. Tja, nee. Von der kannst für den Fähighandel noch was lernen, du. Ja. Hat 5 Minuten vorher Herr Gieser die Seele und lief froh und hat uns dann nur der Kortensekt. Mann, das Wichtigste ist, dass die Ulstadt Glück ist, die jeder Weg tut. Nee, Kohl, du, das läuf ich nur doch nicht mehr. Nee, nee. Peter! Oh, Ida, entschuldige. Ja, das hier ist nur also der Herr des Hauses. Und hätte uns einen Gast mitbrächt, den Leben mag. Darf ich bekannt worden von Lührs und Hamburg? Freut mich. Sehr angenehm. Ganz meinerseits. Du wunderst dich sicher, Peter, woher ich von Lührs kennte, nicht? Ja, ja, das tue ich auch. Darfst mir aber nicht böse sein, Peter, dass ich dich da nur erst wegen Not. Er kenne er froh, als ich den Zweiten Weltkrieg. Aha. Als du wie der Landesschützen im Trocken wärst. So lang alt, gib mal. Denn er wird eher froh, auch von einem besorgt und dann hätte sie mir so ein bisschen was zu essen mitgeben. So, so. Und gut Dankbarkeit hätte sie mir hüten, wenn er besorgt. Das ist aber nett von sehen, Frau Lührs. Lührs, ja. Frau Lührs hat auch ihren Neffen mitgebracht, Peter. Aha, aha. Ist ein düchtigen Kerl mit zu wegen. Ja, und hey, mocht Tö und Tö gern hier bei uns arbeiten. Was meinst du da, Tö? Ja, ich hab ihn. Denn du bist der Mess, du das hier nun mal nicht. Ich bist dem. Ja, was kommst du denn noch? Und wo bist du denn der Herr in Tus, nicht? Oh, wie fleigen Kälte, Rocky. Ja, ist ja Tau und
wunderschön, dass ihr guten auf dem Land die Mannslüt noch schon mal das Säcken habt. Ja, das hört sich ja mal so, ne? Na, Peter, was sagst du? Schau, du, was soll ich sagen? Was soll ich dort so sagen? Und verlierst das also mordet? Ja, nicht cool. Oh, verlierst. Das wären die besten Söste, ich mag, die ich je in Leben für Sonnenlöwenkron betont hätte. Anfangen dort. Küsst und wir mit Freundin Amanda dort. Und nun kann ich sie das Geld, was sie mir Freitag lehnt hat, mit bestem Dank zurückgeben. Bitte. Aktenzeichen IH 1, 3, 4, 9, 53. Oh, viele du bist das. Ja, ich. Ich muss gern mal wegen, was ich da unschall. Komm rein, dann muss die Tür dicht. Ja. Hätte man kein reines Stäbel. Hast du auch dein Zwiebelsaal gut messen, ne? Ja, das wäre hochnötig. Hier steckt ihr einen anderen und anderen Geruch in den nächsten. Ja. Danke. So. Ja. Wer hat keine schöne Arbeit, wer? Ach du, ob nichts anderes als Benzin wo innen in den Sack schon matschst und. Wenn überhaupt du. Wie denn Saufer da erstmal tütest? Saufer, dann nimmst du da. Der Regen ist nicht mit Geld zu betonen. Oh, und sagt man, wie den guten Arbeit nackt war, der das fällt. Hört mir da Innenblick spinnen. Und wie etwa Hübert Lorder. So ein Tätig war mit Öller nicht durchkommen und winsen. So lang binnen blieben? Dann geht doch noch vor und lässt ihn bitten auf Bett. In die Arbeitstiet? Ja, Matteo. Wenn Herr hängt dann aber wie es war? Wie immer mit Matteo. Wie uns hätte er nicht der Herr, wie uns hätte er der Buhr. Ach so? Und der Käf dacht, ich muss nur Grobby in die Gelegenheit der Herr sagen. Damit Frau hängt da auch immer an denkt, dass er nur auch wirklich der Herr ist, nicht? Hätte den keine Mundfein hinkriegen mit der Kondenlänge, wa? So, oh, wie sagt euch immer? Die Welt will betrogen sein. So, sagt sie denn? Oh, aber auch Latinsch. So, so. Hast du denn einen Mond erschreiben? An die Tante? Och, wo? Ja, dann doch, doch nu. Ja, wat, wat soll ich denn schreiben? Na ja, so dit und dat. Und vor allem wo nu Togeit auf dem Hof. Dat will sie wiss gern beten. Denn schrieb ich ja auch, dass Frau Henk fehl, na, der Tommy ist das, seh. Mir hier ordentlich dick füllen will. Doch, was hast du ja auch immer geblieben, dass meine Mutter die Tante von der Hamsterchen hier kennt, ne? Hätte die doch wohl so entrichtet, oder ne? Ja, doch, man auch wie blieben, du. Und kein Mensch davon von zu verraten, dass sie sich den Kotten hätte lecken lassen. Boah, will ich nix von ab. Du hättest mich kein Ton von sich. Ja, dann schrieb die Tante mal schön lang breit, ne? Ja. Töpfel! So, na, winzen sie dabei? Jo, natürlich los für heute Morgen. Und die sind wirklich noch nur Tag, wenn ich dann umschrieb? Du, Herr Vater Jörg, ist doch noch besorgen, ne? Wie folgt man winzen? Ton und Tag, wie lug da umschrieb? Wann die Mutter dann mit Bord so licht wohnt, ist er Entwilligung doch geben. Mutter? Mutter ist schon so lütt. Wenn der Otto wie ein Bettmüll macht. Und eigentlich wollen sie doch bloß zum Krieg oder Korn, weil ihr noch blöd ich bin, wenn ich dumme Socken hab, wo ich mit der Polizei. Wie sind denn in den Peterwurmel denn wohl? Sag mal, Otto, wenn sie bloß ein Stiefvater ist, du freist die wohl, dass sie Brumm und Pfui, Otto, das ist doch wirklich nett von dir. Korn, mag ich nicht unnötig ab. Als Vater und Mutter eben unten Hus wären, käme die Post mit dem Brief, du in Hamburg.
Vor Gericht? Ich habe ihn abgemacht. Otto, da treffst du mich. Hefte doch in der Kirche beim Dampf von Tee Kebelmuck. Ja, na und? Ja, Mutter schon uns da 2 Mark Dreh betonen und 2 Mark 50 Schriftgebühr. Zahlbar an die Gerichtskasse innerhalb 8 Tagen. Widrigenfalls ein Tag Haft. Jo. Das sehe ich wohl. Wie ist wieder mal? Hefte ihm doch nichts, wenn er vorsichtig dunkel ist. Und wir erscheinen doch nichts noch kommen. Oh, da war die Mutter aber heilfroh sehen. Der kriegt den für erste Gonitusee. Helf mir das Aktentegen abschreiben und überwies das Geld heimlich an die Gerichtskasse. Wollt die Mutter also noch einen Titel in Angst und Sorgen, Schwebenblutten? Okay, ich weiß, deine vielleicht noch ganz gut. Ne? Ja, aber die Pfarrer. Ja! Ich will das in alle Küche eine Stufe! Kurt, ich helf dir das in Vertrauen, sechs. Wenn Vater noch was von Welten schallt, dann bloß von mir. Ja, ja, Kurt Merck, von mir kann doch Pinks ringen. Oh, von mir auch noch wieder. Na, Vater, haben Sie den Reich? Ans Klo, mein Junge, ans Klo. Ach, bitte. Tag, Kohl. Na, wo ist das denn? Du bist Ida. Tja, du. Pass mal auf. Ida, wo ist der Tür dicht? Pet ihn fällt auf. Darum, Ida. Ach, Mark. Sag mal, wo sieht das denn hier überhaupt noch uns? Schmecker nicht. Ida. Ida raus. Ist Alma denn noch nicht so weit? Nee, ich rupp dir Ohren, wo noch dieses Lach her. Ein Ort jetzt ist Lach, wo kommst du, Dotto? Hef ich ihr seh. Oh, doch du mein, was du wollt. Mich halt recht sehen. Gratulation, Junge! Wann ihr wollt bitte so unten überhaupt eten? Die soll ja nicht für uns sehen. Die will ich ja verschenken. Verschenken? Bitte? Ja, warum sollst du denn wohl kein Ort verschenken, nicht? Das hast du ja zu bestimmen. Genau. Otto? Otto, ist Post gekommen? Bloß der Telefonregen. Oh je, oh je, oh je. Oh je! Grauburg, ich will du! Du kannst dich doch verlaufen, du! Lehrer Krohl. Uns? Vater und Mutter. Und Fehler Marguck. Ich höre nicht zu singen. Ja. Ja. Was ist? Ja, alles klar. Ja, ist gut. Jo, tschüss. Du dieser wer dat? Jo. Ja, und wer fehlt dann für mich? Na, du hast so, wo noch was Schönes beruht. Jo, du sagst das doch all jung. Du bist der Herr Staatsanwalt Pulvermann. Hätte ich gestern auch ein paar Akten mit noch genommen. Ja, wohl irgendwo noch bearbeiten, oder was? Schon, na und? Wenn jemand sich mal ein paar Überstunden verteilen will. Naja, und Herr Dülmor, vergehen Sie wieder mitzunehmen. Und das Gäser sich einen Schrifttisch erwischen wohl. Du lest sie. Strafsache Frau Wilhelmine Lührs. Was soll die denn wohl verbrochen haben? Na, wegen ihr Kundling. Das scheiß Strafbar sehen. Wie sie doch Geld vernommen hätte. Und dann hätte er ihn anzeigt. Ihr Chandelow? Ja. Lehrer Krohl. Und Schulmeister. Woher weht der das denn? Soll Wilhelm Rabele ihm das doch verraten? Hast du denn was erzählt? Dass wir bei Frau Lührs wären und Frau Lührs bei uns. Aber im Vertrauen hätte mich fast versprochen, das für sich zu beholen. Wilhelm Rabele. Der Lehrer Krohl über den Honig in den Hus bringt, damit sie ein dösige Junge nicht mehr versetzt war. Wo man weht, dass dieser Schulmeister hier bei uns also immer sagt, den Aberglauben und den Hexenglauben und das Wahrsagen bekämpfen will.
Mensch, weißt du endlich, wann du nur Anrecht hast? Und der ungeregten Dossen will am Robin. Die verdammte Kerde! Dann knöp ich mich nur aber für du, den Schall aber was teuer kriegen. Und zwar sofort! Ja, Mann, du bliebst doch hier! Du bliebst doch hier! Dann schau dir nur noch Nutzen, Kurmerk! Dann will ich helfen, du den Schall was will ich. Oh, hol ihm Trüch, wie würde er doch nur besprechen? Lud dem Loppen, Vater, hätte er nur noch Sinn? Oh, du, was macht doch nur noch kommen, du? Na, da kannst du doch wohl denken. Vorzuladen als Zeugen, das Ehepaar Henk und der Viehhändler Kohl Mark aus Schanelo. Als Tüten. Und Mutter auch. Okay. Du, und wenn der gut kommt, dass Mark und ich wie die Frau Lürs West sind und ihr der Ernst Fürst nackt habt, denn? Dann war der Kornelager schon zu gut sägen. Der kriegt Mutter da durch ja zu hören. Chlor kriegt sie das denn? Otto, Otto, das möcht ich verhindern. Das geht ja nicht gern. Mein einzig Hoffnung ist, dass die Termin grad dann sind Schall, wenn sie Mutter ins Bad hebt. Vater, ich muss dich noch was sehen grüßen. So, wie kommt das noch, die hier einfach zu verprügeln, Mann? Du löst erst noch mal mit dir recht. Ach, die will ich kriegen, von wegen den Socken packen und du den Husrappen. Was ist denn hier los? Da warst du ja nur kriegsgeboren. Ich komme eben in sie kommen will. Wo sehen, was Alma der ja in den Recht bräuchte. Und da fänd ich dort das Zentbrink hier auf sie Tisch. Ja, und du hast ihn lest, Ida? Jawohl, das hab ich doch. Ja, du weißt ganz genau, dass ich sowas nicht höre. Aber was? Das Briefgeheimnis darf nicht verletzt werden. Und ich hab das aber doch dumm. Und wo kein sechst du, hätte die Dotter Opfer das dat hier verschrieben? Hä? Los, Oh, du, aber du Dussel! Du, hörst du dat? Schoss dich mal schon, Jung, em hier sauber anzuschönen! Ja, was riechst du denn da so über ob, Ida? Was kann viele denn Wunder Albert schreiben werden? Zeig mal. Ja, ich war der Fürsten, denn die zu geben. Hier. Liebe Tante, teile dich mit! Wie gut ich das hier habe, weil Frau Henk mich immer fix was zu essen geben tut. Aber das ist doch nett, ne? Damit ich immer hübsch den Mund halte. Das will ich eigentlich gar nicht vorlesen. Aber das hier. Liebe Tante, Sie haben hier noch allerlei große, dicke Mettwürste hängen. Von die Sorte, wo du eine gekriegt hast, die aus rein Schweinefleisch gemacht ist. Was schall dat heben? Von mir hätte doch überhaupt kein Mettwurst mitlegen. Ja, dann hätte wohl Mettwurst meint, die du sie Tante mal mitgeben hast, als sie in Krieg hier bei uns Hamstatt hätt. Nicht viele, eh? Ja, viele, die hätte ich dummes Feind schmeckt, ne? Ja, die hätte ich damit meint. Du verlogenes Subjekt, du! Du bist ja schon so verlogen, als die Tante mit ihr Kurtenlecken! Kurtenlecken? Hast du die von Frau Lührs die Kurten lecken, Loden? Jawohl, warum schuld ich das denn wohl nicht um, hä? Ja, ist ja gut, Ida. Das wäre ja auch ganz vernünftig von dir. Mhm. Man muss sich denn überhaupt doch nur richten, wenn man Unglück und Unheil und weggehen will. Ach, warte, das wäre ja nichts aus Leben kommen. Und wenn er lebert mit dieser Irrgut, hab doch erzählt hätte. Das kann man ja an das hier sehen, was er hier schreiben hätte. Hier, los, da. Liebe Tante, wie gut, dass Herr Mark... Mark! ...dich auf die Fahrt in sein Auto nach Schandelow alles gesagt hat, womit du Frau Henk fix bange machen sollst. Ja, hier, da gleich noch wieder. Damit sie sich bessert und ihr Mann sich nicht noch aufbummeln braucht, da kann ich bloß zu Henk schreiben, die sieht doch nicht voll wert. Du bist ja eine ganz niederträchtige Kreatur. Ich will hier in meinem Haus überhaupt nicht mehr sehen. Hol die vom Plündel und mock, dass du noch die verlogene Tante Edgar Zillert. Hey, bleib hier! Dann hab ich zu bestimmen! Und ich sag die Hey, guys. Ich komme mit der Glückssaft und wenn ich zu Fuß ganz fett nach Hamburg laufen und... So. Nun stehen die beiden da. Was? Also ich war die ganze Sog nicht mehr klug. Du oder? Tja, wo schauen wir denn auch? Ja. Nun du Mann auch so, ne? Hey, hätte ich noch das ein Floh im Ohr set. Du bist für sowas doch viel zu dösig und zu trüppelig. Also ich verbind mich ihn für alle Mal so ein Udrück, ja? Meinetwegen kannst du dir noch ganz was anderes verbinden. Ich komm nur hin und mag. Ha! Den war mir all eins erzählen. Dafür werde ich viel zu viel von M und sie'n Feehandel. Ha! Los, Vater, ruck Kohl an! Ja. Na los, ruck an! Ja, aber du. Dann telefonieren!
Rabeler. Und Rabeler, ich hab gar kein Telefon. Oh, no, Lehrer Kroll, go ich auch. Und mein Kaktus kommt da auch wieder hin. Nun ist er weg. Aber sie kommt wieder. Ach du, du kannst uns bloß noch den Geser helfen. Wie ein Geser? Was soll der denn? Was die Schal? Ja, die Motor ernst dort sein, weil man bitte nicht ziehen. Muss ich morgen bitte um Bord gehen. Damit er den Termin für den Kurtenlegger erst dann ansetzt, wenn Mutter achter der schwedischen Gardinen sind. Vater, aber du nur sagst, ist doch Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Das ist ein genialer Einfall. Vater, du sagst mit Mutter, du kommst nichts mehr noch. Du hast schon nichts noch kommen. Also wenn Sonnenfrau nicht zumindest ein halbes Jahr kriegt, dann glaub ich nicht mehr an die irdische Gerechtigkeit auf dieser Welt. So, die Sache wäre erledigt. Und die nächste? Strafsache Wilhelmine Lührs Witwe, Herr Amtsrichter. Ach ja, diese Kartenlegerin aus der Kaffermacherei. Ja, aber doch erst 10.15 Uhr. 10.15 Uhr, das ist richtig, ja. Na, dann können wir erstmal eine kleine Pause einlegen. Oh ja, das wäre mir sehr lieb, Herr Amtsrichter. Pause. Pause, Pause! Dann gehen Sie nicht erst wieder in die Kantine, ja? Nein, Herr Amtsrichter. So, legen Sie das bitte in mein Fachbösum. Okay. 10.15 Uhr, ja? Sie sind ja heute ein wenig nervös, oder scheint das nur so? Ach, ich habe eine solche Unruhe in mir, Herr Amtsrichter. Unruhe, na nun. Ich bin Ihnen ja sehr verbunden, dass Sie nunmehr eine kleine Pause eingelegt haben. Die werde ich dazu benutzen, einmal bei mir zu Hause anzurufen. Vorausgesetzt, dass mein Anschluss nicht immer noch gestört ist. Wer ist denn irgendwas nicht in Ordnung bei Ihnen? Seit heute früh bereits ist Professor Führenholt hinzugezogen worden. Führenholt, das ist doch der bekannte Gynäkologe. Na ja, meine Frau geht hier ihrer Niederkunft entgegen. Zu Hause und nicht in seiner Klinik? Meine Frau wollte es so. Haben Sie eine Befürchtung, die Sache könne nicht gut verlaufen? Es handelt sich ja bei ihr um die erste Geburt. Meine Frau ist ja hoch in den Anfangs der 40er. Ja, da soll es den Frauen ja gar nicht mehr so leicht fallen, nicht? Na, jetzt wollen wir hoffen, dass Ihre Befürchtung sich als unnötig herausstellt und Sie der glückliche Vater eines gesunden und kräftigen Jungen werden. Wenn er doch noch früher kommen wollte als bei meiner Schwägerin. Da wird nämlich auch etwas Kleines erwartet. Ja, wieso denn früher bei Ihnen? Der Vater meiner Frau, Herr Amtsrichter, oben in Husum, der hat bereits in seinem Testament verfügt, die Tochter, die ihn zuerst zum Großvater eines Jungen macht, erhält 40.000 Mark. Oh, das ist aber ein schönes Stück Geld. Tja. Und die andere? Nur 10. Also, das ist ja wohl nicht zu glauben, dass der alte Herr war schon reichlich schrullig, was? Das kann man wohl sagen, ja. Sie werden sehen, es verläuft alles aufs Beste mit Ihrer Gattin. Wenn man doch nur wüsste, wie das Ganze ausgeht. Ja. Zuhörer sind, da werde ich Sie schon mal reinlassen. Rauchen verboten! Da haben Sie dort Platz zu nehmen, auf diesen beiden Bänken. Oh, beide! So, Fide, dann set du die mal auf den und ich set mich auf das hier, ne? Dann sind wir auf Bank. Ach so, ja. Wo schön, dass wir uns hier nur besser sehen, nicht? Was stellst du denn nur für, Fide? Bin du wie des Trockenfegers? Wir haben ihn Onkel auch. Und kannst du da mal wiederkommen? Oh, das glaube ich nicht. Ich hab ja kein Abitur.
Oh, wofür ich das richtig? Ja. Wir gerade, wenn Sie King Platz fegt, hätten wir ihn für Arbeit, mit Wolf Hoftheim hochen loten. Ach, der brauchst du gar kein Tügen, das bei ihm, ne? Nee, leider nicht. Den D-Mark Tügengeld hat mir ja gern verdient. Du, viele, das deit mir auch leid, dass mein Vater und meine Mutter nur über die Tante Utsäcken schuld, ne? Und Kohl Mark auch, aber das hätte eins wäre Krull, wie uns André. Oh, du, die Schulmeisters. Und? Wo sie das denn unten hier tust? Och, viele weiß froh, dass du nicht mehr da bist. Ach du, das eten wir aber prima. An den Schinken, du. Und dann nimm mir die dicke Mettwurst. Du hast nur auch nicht mehr viel von zu sehen kriegen, wo mein Steve Mutter den Brei von hat, ne? So, ja. Und? Wo ist das denn nun? Ist dein Vater denn nur wieder beherrn tust? Du hoffst doch nur wieder auf sie Norm, ne? Aber sonst viele Dach für Dach nix als Krach. Vater schlägt nun den Dienst, du. Dann hätte er wenigstens nachts in Ruhe. Na gut, das ist ja noch überhaupt nichts, wa? Wenn ein Froh so ist, du. Meinetwegen können Sie jetzt schon eintreten. Ach ja, Herr Wachmeister, die Bank da achten auf dem Gang, die Schuppe ist fett und die war zu nicht die Bienen loben. Als Angeklagte haben Sie dort Platz zu nehmen. Egrid, ob die arme Sünderbank. Tante Mine! Demophyte, was machst du denn hier? Ich bin noch gespannt, was mit dir nur wart, nicht? So, und zwischen Info kommt Hamburg in Schied und Dreck. Viele fehlt ja doch bloß alles in der Schränkung Kommunen, Julius. Oh, Sie sind das, Herr Henk Junior. Moin. Na, was sagst du denn denn so? Dass nun ungerechnet wie den Staatsanwalt zu tun kriegt, wie den sie ihr Brut in den setzt. Ja, wozu kommen kann das Leben, Frau Lüders, nicht wahr? Ja, und dann ist eben von den ganz Schattigen. Ja, du bist du mal ruhig. Ne, sehen Sie mal, ist das Kind denn Aldor, von dem Sie ihr Blut verteilt? Das will ich nicht. Ich habe vorhin noch mal versagt, wie diese anzuroben, aber der Apparat schien nicht in der Regel zu sehen. Ja, naja, gut. Wenn der Jumbo noch nicht so weit ist, ne, und hier in Angst und Sorge um Sie Kinder, dann ist mit einem Bonnie gut Kirsch neben. Wilhelmine Lürs. Hat das nix. Also hier, wenn da was wie mal hört, ne, dann geilen du die Erbschaft in Nusum, wo du nähst. Sie hätt auf ein Gedächtnis, Frau Lürs, da muss sie gehören, Frau Hohmann. Ja, wenn ich das nicht habe, dann guck mein Kortmann ins Dampen. Ja. Müller, geht weiter! Wachmeister, sind die Zeugen erschienen? Die drei Zeugen sind erschienen, Herr Amtsrichter. Na schön, dann kann's ja losgehen. Strafsache Wilhelmine Lührs. Ja, ja, ja. Kommen Sie mal ein bisschen näher, ja? Gern, Herr Präsident. Die Bezeichnung Amtsrichter genügt. Ich hab das ja mal bloß gut gemeint. Sie sind die verwitwete Ehefrau Wilhelmine Pauline Dorothea Lührs, geboren am 10. Juli 1893 zu Hamburg, wohnhaft Hamburg 36, Kaffermachereihe Nummer 10. Sie sind bisher unbestraft. Und ich möchte das ja auch ganz gern bleiben, geehrte Herr Amtsrichter. Na, das wird sich aus der Verhandlung ergeben. Ja, haben Sie sich denn keinen Anwalt genommen? Sie meinen einen Verteidiger? Ja. Nee, wozu?
Die wollen doch bloß immer das auch gleich Geld sehen, nicht, wenn es drauf ankommt. Nee. Und ich weiß auch gar nicht warum. Ja, diese Anwälte pflegen so zu denken, ja. Also, dann verlese ich nunmehr den Eröffnungsbeschluss. Auf Antrag des Staatsanwalts wird gegen die Witwe Wilhelmine Pauline Dorothea Lührs, geborene Brütt, das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht Hamburg eröffnet, weil die Angeklagte hinreichend verdächtig erscheint, das sogenannte Kartenschlagen liegen gewerbsmäßig betrieben zu haben. Was haben Sie dazu zu sagen? Was meint ihr damit? Wie sie doch Geld vernommen hätte. Augenblick, mein... Ich hab die ganze Schwarze Kasse. Was ist denn mit dem jungen Mann da hinten? Ach, Gott, das ist ja mal bloß mein Neffe. Hat ja keine Eltern mehr. Ich muss ihn ja bemuttern. Nun lollt das holen Sie ihn, bitte! Und wischt ihn droht nicht gefälligst in der Mütze ab, das Staatseigentum. Was haben Sie dazu zu sagen? Sie haben gegen den Paragraphen 263 Absatz 2 Ziffer 4 des Strafgesetzes verstoßen. Das mal. Herr Staatsanwalt, immer diese Gesetze und diese Gesetze. Wäre das nicht viel besser, wenn man mal den gesunden Menschenverstand in Anwendung bringen täte? Frau Lührs, ich muss Sie darauf aufmerksam machen. Wir müssen uns hier an die Gesetze und die Strafprozessordnung halten. Der gesunde Menschenverstand hat in diesen Räumen nichts verloren. Danke. Was haben Sie denn so im Allgemeinen für Ihr Kartenlegen gefordert? Gefordert? Aber ich werde mich hüten, etwas zu fordern. Sie wussten also, dass dies verboten ist? Nee. So war das nicht gemeint. Nee, ganz und gar nicht. Nur nehmen wir mal an, wenn mal so eine Frau, ne, oder so eine Dame, nicht, wenn ich die noch so hinaus begleite, ne, und dann kam ich wieder zurück in meine Stube. Ich habe mich manchmal gewundert, ne? Dann sagt er mal eine Mark oder auch mal zwei Mark, ne? Ja, ich will ganz ehrlich sein, es lag auch mal ein 5-Mark-Stück dabei, ne? Hatte ja vorher nicht da gelegen, ne? Ja, und dann steht man am Kreuzweg der Entscheidung. Ne? Soll man da hinterher dackeln und so rufen wie Sie da? Sie haben etwas liegen gelassen. Die war doch schon längst die Treppen durch. Und ich kam mit meinen Freunden nicht mehr so schnell, wo ich doch die fingerdicken Krampfadern habe. Man kann... Nee, das ist Frau Lührs, Sie werden auch zugeben, dass Sie sich mit diesem Kartenlegen bereichern wollen. Bereichern? Aber Herr Amtsrichter, hier und das möchte ich hier mal festgestellt haben. Ich habe so etwas aus reinster Menschenliebe getan. Also Frau Lührs, damit muss es aber nun wirklich nicht kommen. Menschenliebe. Ich weiß nicht, ob das hier noch so herpasst. Ich habe jetzt ganz gerne Ihnen erzählt. Also, wie oft ist schon eine junge Frau bei mir angekommen und schier verzweifelt und wollte wissen, ob ihr Mann ihr ganz und gar untreu geworden wäre, denn er wäre bei dem Akt beobachtet worden. Und wenn das wahr war, dann wollte sie sich scheiden lassen. Ich habe gesagt, er soll sie lieber bleiben lassen, denn man weiß nicht, was man wiederkriegt. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Gestern Abend sah ich die beiden fröhlich aus dem Kino kommen. Hatten sich den Film angesehen, ohne dich kann ich nicht leben. Ja, Frau Lührs, das ist also durchaus lobenswert, wenn Sie als erfahrene Frau, die das Leben kennt, nun versuchen, eine zerrüttete Ehe wieder zusammenzukitten, aber dazu bedarf es doch nun wirklich nicht der Karten. Ja, aber hätte diese junge Frau mir das denn so ohne weiteres geglaubt? Das ist doch genauso, als wenn ein Arzt zu seinem Patienten sagt, Geduld, Sie werden schon wieder gesund. Nächster. Der Kranke will Pillen verschrieben kriegen, will Tabletten schlucken. Ja. Und wenn sie nicht mehr wert sind als Salamis oder Peppermintspastillen. Angeklagte, Sie geben also zu, Ihr sogenanntes Wahrsagen bei naiv denkenden, geistig primitiven Menschen in Anwendung zu bringen. Moment bitte. Geistig primitiven Menschen in Anwendung zu bringen. Ja, danke. Bloß so, ne, meinen Sie? Noch gestern Abend hielt ein dicker Angeberwagen unten vor Tür, ja? Und heraus stieg ein vornehmer Herr.
ein Herr mit grauen Schläfen. Wohl schon so um 60er herum. Und ist verheiratet mit einer Frau, die ist volle 40 Jahre jünger. Und seit 3 Jahren wartet er nun sehnlichst darauf, Vater zu werden. Und diesem Manne konnte ich sagen, er werde in Kürze seine junge Frau in ein Seebad schicken, aber allein. Und in 9 Monaten wäre er dann glücklicher Vater. Ja, und was haben Sie von diesem Herrn erhalten? Ja, na, gar nicht. Der war ja so glücklich. Der ist gleich zum Bahnhof hin. Der hat an mich überhaupt nicht mehr gedacht. Ich stelle fest, dass wir schon ziemlich weit abgeschweift sind. Ich kann Ihnen noch mehr so eine Dinge erzählen. Danke, danke, danke schön. Ja, das glaube ich gern, ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an die Angeklagte? Nee. Nein, vorläufig nicht, Herr Richter. Na schön, dann können wir wohl jetzt mit der Zeugenvernehmung beginnen. Oh ja, das wäre mir sehr lieb, Herr Richter. Tja, und da wieder erwarten, die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist, schlage ich vor, dass wir die 3 Zeugen zugleich vernehmen. Durchaus damit einverstanden, Herr Richter. Schön. Wachtmeister, rufen Sie die Zeugen Peter Henk mit nebst Ehefrau Ida und den Viehhändler Karl Mark herein. Sehr wohl, Herr Amtsrichter. Ach, Herr Amtsrichter, darf ich nicht ein wenig sitzen? Na, ich meine natürlich nur dort. So, bitte nehmen Sie Platz, ja. Die Zeugen, Peter, Ida, Karl Mark. Nun, pass mal auf, viele Wohle und bescheiden, mein Stiefmutter hier sieben Kerl. Grollers muss nicht betreten. Die Zeugen, Ida Henk! Wo bleibt denn die Zeugen, Ida Henk? Ja, meine Frau ist wieder noch ganz da hinten im Gang. Wird schon mit uns nichts zu tun haben. Die Zeugen, Ida Henk! Für selber die immer noch Frau Hochbesitzer hängen, dann warten Sie sich wohl. Na schön. So, machen Sie jetzt bitte Angaben zur Person. Nehmen Sie anschließend dort drüben Platz. Ich heiße Frau. Karl Friedrich Mark, 52 Jahre alt, evangelischer Konfession, wohnhaft Schande im Kreis Linsen, mit angetragen, weder verwandt noch verschwägert. Ich habe die volle Wahrheit zu sagen, nicht zu verschweigen und nicht zuzufügen. die Wichtigkeit eines Eides ist mir natürlich auch bekannt. Sie standen wohl schon des Öfteren vor Gericht, was? Gott, ja, Herr Amtsrichter, als Viehhändler. Sind Sie vorbestraft? Das waren immer nur Geldstrafen, nie nicht Freiheitsstrafen. Nee, 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 nee. Nun ja, ja. Und Sie sind Peter Gustav Henrich Henk, Hofbesitzer in Schandelow. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Nein. Sind Sie vorbestraft? Ja, 1946 aber schon, wegen Schwarzschlachtens. Zu 500 R-Mark und Einziehung der 4 Zentner Sau. 4 Zentner? Der Verlust hat Sie sicher mehr geschmerzt als die 500 Reichsmark, was? Och, ich sehe, Herr Amtsrichter, Sie haben Verständnis für uns notleidende Bauern. Ja, Herr Henk, Sie haben hier die reine Wahl zu sagen, nichts als die Wahrheit nicht zu verschweigen, nichts hinzuzufügen. Nehmen Sie bitte dort drüben Platz. So, und Sie sind Ida Henk, geborene Kurs. Frau Ida Henk. Natürlich, Frau Ida Henk. Ja. Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? Mit so einer? Um Gottes Willen, bloß nicht. Ein Nein hätte genügt. Sind Sie vorbestraft? Frau Henk, sind Sie vorbestraft? Herr Henk, sind das wie Ihnen zu Hause auch so weit, dass Ihre Frau plötzlich den Mund nicht mehr aufbekommt? Da kann sie leider stundenlang nicht wieder zukriegen. Antworten Sie bitte, Frau Henk. Herr Amtsrichter, soll ich das sagen? Vielen Dank, ich bin mit Ihrer Frau schon fertig. Ja, das ist mir mit nur noch nie Glück. Wieder uns schwarze Klicks wundern. Wir haben dafür auch ganz andere Mittel. Oh, Sonnenmittel solche Galang. Beantworten Sie gefälligst meine Frage, Frau Zeugin. Ach Mensch, Ida, du hol doch hier den Betrieb nicht um. Sag das doch. Du hast den Beamten vom Finanzamt also sofort Hilfe holen wollen. In dem Mess Kulsmeden. Deswegen schuss sie auch 3 Monate kriegen. Na,
Ja, ist aber leider umgewandelt worden in eine Geldstrafe mit Bewährungsfrist. Peter! Das ist ja noch glimpflich davongekommen für Verhalten gegenüber einem Beamten des Staates. So machen Sie jetzt bitte weiter keine Schwierigkeiten im Laufe der Verhandlung. Herr Staatsanwalt, ich stelle anheim, die Zeuge zu befragen, wenn Sie es für notwendig erachten. Wenn Sie gestatten, Herr Amtsrichter. Meine liebe Frau Henk. Oh, danke schön. Wodurch sind Sie denn auf die angeklagte Witwe Lührs aufmerksam gemacht worden? Durch so eine Karte, Herr Staatsanwalt. Aha. Hey, Herr Corpus Delicti, willst du einen sicher blicken? Danke. So eine? Jawohl, ja. Das wollte ich hören. Sie hegen also den Wunsch mit Frau Lührs, etwas für Sie Wichtiges aus den Karten zu erfahren, ja? Ach Gott. Oder? Das kann ich im Augenblick gar nicht mehr so genau sagen. Von wegen! Ja, wie viele Wahrheit, Ida Henk? Ja, du darfst nichts verschwiegen. Nun sagen Sie schon endlich, sonst sitzen wir heute Abend noch hier. Ja, meine Frau wollte wissen, ob sie diesmal eingesperrt werden sollte. Diesmal? Wieso denn diesmal? Du von Mensch! Was sie sich doch hier in Hamburg mit der Polizei angelegt hatte. Peter, sag mal von den Peterwagen, Peter. Ja, sie ist mit Gewalt in den Peterwagen gebracht worden. Und auf der Wache, da hat sie sich auch noch mit den Polizisten angelegt. Bertie, doch, Billy! Und hast du noch schön so was erzählt? Das also ist, das ist ja regelrechter Widerstand, aha. Ist denn da gar nichts gegen sie unternommen worden? Nein. Vater, ich hab dein Schreiben vor Gericht mitbekommen. Was ist denn das für Brüder? Was ist denn da bin, du? Wo kommst du denn? Doch, Billy, da ist ja ohne! Darf ich nicht? Ich bin sein Sohn, Herr Amtsrichter, nicht Ihre! Was meinst du den Brief? Hast du denn den richtigen Abschirm und Ofenbogen natürlich? Ruhe! Ruhe! Otto, was zahlt du denn bin? Sie muss nicht sitzen! Herr Doktor. Nicht, oh! Da hat die Polizei ja mal wieder beide Augen zugedrückt. Na schön, die Sache ist für Sie erledigt. Ja, oh, danke schön. Du hast da Post und hast mir den ganzen Titel an und Zeug verboten! Darüber können Sie sich zu Hause unterhalten. Oh, bitte nicht! Herr Staatsanwalt, bitte. Frau Henk, hat Ihnen die Angeklagte etwa aus den Karten eine harte Gefängnisstrafe prophezeit? Das ja nun gerade nicht, Herr Staatsanwalt. Sie hat zu mir gesagt, sitzen bräuchte ich nicht. So. Ja, und was hat sie denn für diese Wahrsagung abverlangt? Abverlangt? Ich hab sie doch nicht abverlangt. Sie hat mich dann noch für mich aufdrängt. Hat noch zu mir gesagt, lieber mir das Geld geben als dem Finanzamt. Und obendrein habe ich ja noch einen Zehner draufgelegt und habe ja nicht das Geld wiedergegeben, weil er mir das ja geliehen hat. Ja, ganz wohl. Daran kann man ja mal sehen, wie verlogen diese straffällige Person ist. Diese Bezeichnung steht Ihnen nicht zu. Aber mein Mann kriegt doch von mir niemals so viel Taschengeld in die Finger, dass er wildfremden Menschen was leihen könnte. Außerdem hat er diese Person ja überhaupt erst kennengelernt an dem Sonntag nach Himmelfahrt, als ich sie zu mir eingeladen hatte. Moment mal, bei den Zeugen, Sie haben die Angeklagte zu sich eingeladen. Jawohl, Herr Richter, ich habe ihr einen Brief geschrieben und den habe ich auch persönlich bei uns auf die Post gebracht. Frau Lührs, war doch wohl nur nichts verraten. Ruhe. Frau Lührs, erzählen Sie mir doch mal die Geschichte, wie sich das verhält. Aber sagen Sie die Wahrheit, ja? Ja, so wie ich es gewohnt bin. Herr Richter, darf ich mich bitte setzen? Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Hier ist der Brief aus Schandelow. Und wie Sie sehen, ist er gar nicht mit der Post gekommen. Marke ist ja gar nicht abgestempelt. Nicht mit der Post? Nicht mit der Post? Mit der Kommode, ich weiß es. Ruhe. Wie ist denn der Brief in Ihre Hände gelangt? Ja, den hält das nichts. Also, am Tage nach Himmelfahrt besuchten mich diese beiden Herren dort. Du bist wieder fischgefäß. Schweigen Sie, Zeugen. Sprang mir gleich mit der dicken Mettwurst ins Gesicht. Und den Chicken. Du hast ihr den Chicken von dem Messer. Sie sollen schweigen, haben Sie es nicht gehört? Gab mir eigenhändig diesen Brief. Du, wo kommst du, Robby? Hast du vor der Post? Frau Henk, ich verwarne Sie jetzt zum letzten Mal. Wenn Sie noch einen einzigen Ton ungefragt von sich geben, dass Sie aus dem Saal führen.
richten sich gefälligst danach. Bitte weiter, Frau Lührs. Und diese beiden Herren, die haben mich flehentlich gebeten, ich sollte ja nach Schandelow kommen. Und ich wollte ja gar nicht. Nee, nee. Aber hier, Herr Mark, der war ja so freundlich, mich großartig in seinem Auto abzuholen. Und was verlangten die beiden Herren von mir? Ich sollte, was sonst nicht meine Methode ist beim Kartenleben, Frau Held fix bange machen. Da hält sie der Rücken. Betreffs der Folgen, weil sie mit der Polizei in Konflikt geraten war. Nichts da, weil sie doch ihr Mann das Leben zur Hölle machte. Ja, so dass er hängt sich schon mit dem Gedanken trug, nach dem Kälberstrick zu greifen. Was er mit Tränen in den Augen bestätigte und Herr Mark noch obendrauf versicherte. Du, ist er bereit? Frau Henk! Ich verurteile Sie hiermit wegen Missachtung des Gerichts zu einem Tag Haft. Wachtmeister, finden Sie vorab. Jawohl, Herr Inspektor. Ich schall die Abfüllung. Lächerlich. Ich muck da die nur Hura. Also sowas ist mir in meiner ganzen Amtszeit noch nicht vorgekommen. Was ist denn das für eine rabiate Frau? Das ist ja nicht zu glauben. Ja, nicht. Das möchte ich doch sagen. Deswegen, Herr Amtsrichter, war Peter Henk ja drauf und dran, Schluss zu machen. Sehen Sie, Herr Staatsanwalt? Und um das zu verhüten, habe ich einmal, bloß ausnahmsweise, was anderes gesagt, als was in den Karten stand. Hier stand sozusagen ein Menschenleben auf dem Spiel. Ich wollte den Söhnen den Vater erhalten. Wachtmeister, was ist denn mit Ihnen? Als ich die Frau in die Zelle sperren wollte, da hat sie mir noch einen Faustschlag aufs Auge versetzt. Oh. Das ist ja nicht zu glauben. Haben Sie irgendwelche Zeugen? Ja, das kann ich beweisen. Hier, mein Zahn. Gehen Sie sofort zum Amtsarzt und lassen Sie den Tatbestand aufnehmen. Sehr wohl, Herr Amtsrichter. Feierabend. Diesmal kommt Ihre Frau aber nicht so billig weg wie damals bei der Polizei. Nee, nee, ich bitte sogar darum. Ja, das kann ich Ihnen garantieren. Also früher als in 6 Monaten werden Sie Ihre Frau nicht wiedersehen. Och, das gibt ja doch noch gerechte Richter. Ja, 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 ja. So, jetzt mal weiter, Ruhe. Frau Lührs, auch wenn Sie in diesem Fall gewissermaßen aus Nächstenliebe gehandelt haben, Sie stehen ja nicht wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen vor Gericht. Sondern weil Sie mit Ihrem Kartenlegen gegen das Gesetz verstoßen haben. Mhm. Kurze Frage. Darf ich mal dem Herrn Staatsanwalt die Karten legen? Ja, bloß um zu beweisen, dass da was Wahres dran ist oder nicht. Tja, so wenn der Herr Staatsanwalt damit einverstanden ist. Meinetwegen, dann werde ich mich mal zu diesem Hokuspokus hergeben. Der Hokuspokus. Ja, Moment. Also ein bisschen knapp, ne? Gut, wie beiden nicht tuschen. Lassen Sie sich da alles zusammenfaseln werden. Umso deutlicher bringen Sie mir den Beweis,
dass ihr anrüchiges Gewerbe nur aus Lug und Trunk besteht, nichts weiter ist als Bauernfängerei und deshalb bestraft werden muss. Nehmen Sie mal mit links ab. Was? Bitte. So, dann wollen wir doch mal eben sehen, ne? Was nicht geht, was nicht schräg, beiseite steht, dir nicht entgeht, zur Arbeit geht, in Urlaub geht, ab und zu mal blind versteht und nie mal wieder in die Zukunft geht. Nanu! Kommen Sie mal eben her. Also das, das, aber Sie sind ja schon eine ganze Reihe von Jahren verheiratet. Also das zu erraten dürfte nicht allzu schwer sein. Erraten wird gar nichts, hier kommt das noch an. Ihre werte Frau Gemahlin ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Das beabsichtige ich auch nicht abzustreiten. So mit 40 rum, das kommt schon hin. Ja, ja, das trifft zu. Aber was ist denn das hier? Nur er soll sie Papa werden. Aber... um Gottes Willen, das ist ja keine leichte Geburt. Nein, es wird sogar eine ganz schwere Geburt. Ja, ja, aber keine Bange, Herr Staatsanwalt. Es geht gut, es geht gut. Und dann kommt über ein kurzes, was ein bisschen weiter weg sein muss, wo ein großes Wasser ist. Husum! Eine frohe Kunde dann ins Haus. Und das ist Geld. Ganz viel Geld. Ja, das war's. Herr Staatsanwalt, mehr kann ich aus diesen Karten nicht herausfinden. Was sagen Sie dazu, Herr Amtsrichter? Ja, was sagen Sie dazu? Herr Dr. Pullmama! Herr Staatsanwalt! Nee, das sind Sie toll geworden, scheren Sie sich raus! Machen Sie, dass Sie schleunigst nach Hause, komm los! Sie sind Vater geworden von dem kräftigen Jungen! Der Mutter geht das prima, nichts zu befürchten! Ja, was ist denn das? Herzlichen Glückwunsch! Also sowas ist ja noch nicht vorgekommen, solange das Hamburger Strafjustizgebäude besteht. Ist jemand in eine Gerichtsverhandlung mit einer Geburtsanzeige hineinplatzt? Aber wo doch unser Telefon kaputt ist. Wo wurde Herr Staatsanwalt so doll in Angst und Sorge war um seine Frau. Und wo ihre Frau gesagt hat, das muss mein Mann gleich wissen. Nun ist er endlich da, unser Adula. Adula! Adula Pulvermann Junior. Otto! Gies! Hey, hey, seid schon da, hier ist geriechen. Ich ziehe meine Strafanzeige gegen die Witwe Lürs zurück. Ich komme jetzt zur Urteilsverkündung. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben. Frau Lürs, treten Sie bitte vor. Gern. Frau Lürs, das Verfahren gegen Sie wegen gewerbsmäßigen Kartenschlagens gemäß § 263 Absatz 2 Ziffer 4 StGB wird hiermit eingestellt. Kosten des Verfahrens gehen zulasten der Staatskasse. Sitzung ist geschlossen. Meine liebe Frau Lürs. Und die Ida Peter, die Wappen hier richtig Raison bringen. Hoffentlich, Chor, du hoffentlich. Und in Dativ, wo Mutter Brummert, wo die beiden Hochzeit verstanden ja, ist, wird halt schon der Tod verdanken. Wo du hörst? Sekortenlecker! Und alles mit Zwindel und Betrug, du. Das ist nun mal so. Die Welt will Betrug.